Es ist Donnerstag, der 12. Mai 2016. Hier ist Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Und heute geht es um, was läuft da schief beim Kindeswohl? Und unser Gast beim heutigen Interview ist Angela Masch von Radio Bürgerstimme. Herzlich willkommen, Angela. Hallo, guten Abend, Volker. Schön, dass ich mal bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Volker Reusing, zu ergänzen. Ja, herzlichen Dank für die Teilnahme an unserer Sendung. Ja, uns geht es darum, es häufen sich die Berichte darüber, dass eine Menge schief zu laufen scheint bei Jugendamt, dass viele Kinder aus den Familien weggenommen werden, in Obhut genommen werden. Und ja, mich interessiert natürlich vor allem auch, wie viele Kinder sind das eigentlich jährlich, die von Jugendamt aus den Familien genommen werden? Also die aktuellen Zahlen liegen nicht vor. Ich kann sagen, im Jahr 2014, laut Statistik, waren es 48.000 Kinder. Und Tendenz extrem steigen, ja? Das ist natürlich eine ziemlich hohe Zahl. Ja. Gibt es Anhaltspunkte, gibt es fundierte Schätzungen oder Hochrechnungen, bei wie vielen von denen es ernsthafte Zweifel bestehen, ob die Maßnahme der Inobhutnahme gerechtfertigt gewesen ist? Nein, also ich denke mal, es ist ja, das Merkwürdige ist ja, es gibt ja Kinder, die aus Familien, aus schwierigen Familien kommen. Bloß erfahrungsgemäß wird sich um diese Familie nicht gekümmert. Sondern erst, wenn schlimme Dinge passiert sind oder wenn wirklich mit Nachdruck gearbeitet wird. Und aus meiner Sicht sollte man auch immer genau überlegen, ob ein Kind überhaupt aus der Familie genommen wird. Nämlich gerade in der heutigen Zeit darf man nicht vergessen, die meisten Leute haben alle finanzielle Probleme, weil sie in Hartz IV getrieben wurden, ja. Und ja, da kann es schon mal zu Unstimmigkeiten kommen, ja. Und ich sag mal, Kinder in Familien, es heißt ja nicht, dass in der Familie nur immer eitel Sonnenschein herrschen muss und dass alles nur schön ist, sondern eine Familie bedeutet ja auch, dass da mal Dinge vorkommen, sag ich mal, die einen aus der Bahn werfen, die nicht so schön sind. Ich schließe jetzt natürlich Gewalt aus, ja. Ne, aber es gibt ja immer mal Probleme und in der Familie kann man diese Sachen, denke ich mal, gut lösen, ohne dass man Kinder rausnehmen muss. Bloß von den Fällen, also von denen ich weiß, das wird ja auch nicht von Inobhutnahme mittlerweile gesprochen, sondern die Betroffenen reden ja von Kinderklau und das kann ich nur unterstützen. Es werden Kinder wirklich aus Familien genommen, wo wirklich nichts ist. Ja, wo, wenn die Eltern zum Beispiel nicht bereit sind, ihre Kinder mit Ritalin vollzupumpen, ja. Nicht, heute ist jedes Kind, was ein bisschen, sag ich mal, anders ist wie andere, entweder Autist oder ADHS. Und dann heißt es gleich, die Kinder sollen Ritalin haben. Und einige Eltern machen es, ja. Aber es gibt natürlich immer mehr Eltern, die sich dagegen weigern und auch informiert haben, diesem nicht nachkommen. Und die sind dann ihre Kinder los, weil sie angeblich dann nicht erziehungsfähig sind. Ist denn jetzt diese Diagnosen, wo man Ritalin verordnet oder wo man meint, dass Autismus vorliege, sind das denn häufige Begründungen des Jugendamtes, wo es dann hinter auf dem Weg, wo Kinder dann wirklich in Obhut genommen werden später? Ja, und ganz häufig ist das Problem, dass die Kinder in der Schule Schwierigkeiten haben, ja. Und es handelt sich meistens um hochsensible Kinder und die haben mit dem Schulformat, so wie es immer noch stattfindet, große Probleme. Und fühlen sich in der Schule nicht wohl, weil sie, ich sag mal, auf irgendeiner Ebene auch merken, dass sie manipuliert und unterdrückt werden. Und das lassen sich diese Kinder nicht gefallen. Und dadurch haben sie natürlich ein anderes Verhalten. Und deswegen möchte man diese Kinder so früh wie möglich unterdrücken, indem dass man sie mit Medikamente fertig macht, ja. Oder eben aus den Familien rausnimmt und dann im Heim. Das ist dann das Schlimmste, was passieren kann. Hochsensibel hört sich für mich jetzt so an, scheint mir jetzt nicht ganz, ich habe eindeutig, ob ich das verstanden habe. Sensibel könnte ja sein, dass jemand ja leicht verletzlich oder kränkbar ist oder dass jemand sehr viel wahrnimmt.
Die nehmen sehr viel wahr, diese Kinder, diese hochsensiblen Kinder. Man findet auch im Internet unter hochsensible Kinder Informationen, allerdings keine wirklich guten Informationen. Die guten Informationen gibt es unter dem Begriff Kristallkinder und das wiederum, da findet man leider die Informationen nur auf Esoterikseiten. Und Esoterik hat bei den meisten Menschen, was ich auch verstehe, einen extrem negativen Touch, weil da ja seit Jahren ja ganz viel ja, Dinge erzählt werden und Leute auf uns auch gehetzt werden, die nicht so tolle Sachen erzählen, sage ich mal so, ja. Aber es ist bewusst auf diesen Seiten untergebracht, damit die Leute denken, ach, ist ja Esoterik Schwachsinn, ja. Ja, Herr Die Kinder Diakno. sind anders, die spüren mehr und die haben auch gewisse Fähigkeiten oftmals. Die Eltern nicht mit umgehen können. Ne? Also die nehmen mehr, also extrem mehr wahr. Und die sehen auch in einem Menschen, ob ein Mensch es mit ihm gut meint oder nicht. Und das ist natürlich für das System eine große Gefahr, solche Kinder. Und die will man natürlich ja extrem einkassieren. Und das ist leider definitiv der Fall, dass das so ist. Ja. Also ich kenne diverse Kinder, bei denen es so ist. Ich habe mir das SGB VIII heute auch noch mal durchgesehen, habe mal gezielt geschaut, wo sehe ich da Begriffe, die möglicherweise missbrauchsanfällig sein könnten, möglicherweise nicht genug definiert sind. Mir ist da zum Beispiel aufgefallen, es gibt ja da auch, Moment, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Und wenn ich zumindest nach dem Wortlaut gehe, scheint da ja schon Überprüfungsbedarf zu sein, wenn jemand überhaupt nur irgendwie auffällig ist. Es muss der Anstoß, dass man überprüft, scheint mir zu sein, wenn ich nach dem Wortlaut von den Paragraphen 35a da vom SGB VIII gehe, schon gar nicht unbedingt zu sein, dass da direkt Verdacht sein muss, dass es einen Krankheitswert hat. Aber das schaut man sich schon an, wenn jemand überhaupt nur auffällig ist. Ja, das geht ja schon bei den kleinsten Kindern los. Die merken das, auch Ärzte. Das Problem ist, ich sag mal, man muss davon ausgehen, wir haben es hier mit einem Netzwerk zu tun, ja. Das sind Gynäkologen hängen da mit drin, Klinikärzte hängen da mit drin, Hebammen, Kindergärtnerinnen, Lehrer, Kinderärzte. Das ist alles unglaublich, was hier abgeht. Fast jedes Kind, was nicht so ist, wie man es sehen möchte, also die meisten Kinder, man will so, dass die brav sind, gehorchen. Ja, man geht im Kindergarten und muss das Kind schön brav sein und lieb sein und das alles so machen, wie es die Kindergärtnerin sagt. Ist ein Kind aber anderer Meinung und das sind viele Kinder heute, die mit sich nicht so umgehen lassen, ja, die werden dann gleich von der Kindergärtnerin in die Rubrik ADHS eingestuft. Oder wenn ein Kind extrem ruhig ist, heißt es, es ist Autist. Das ist unglaublich, es ist aber so. Und die meisten Eltern, die sich bei mir melden, die haben wirklich Probleme in Schule oder im Kindergarten, wo sie massiv unter Druck gesetzt werden. Also letzte Woche habe ich ein Gespräch mit einer Mutter geführt, die hat erzählt, ihr Sohn geht in der ersten Klasse, ist super schlau, fühlt sich in der Schule auch nicht wohl, weil er sich unterfordert fühlt. Die Lehrerin ist der Meinung, er hat ADHS, der Junge. Sie ist mit ihm zum Arzt gegangen. Der Arzt hat gesagt, der Junge ist super schlau, der hat kein ADHS. Die Schule hat abgelehnt, den Junge weiter zu unterrichten, wenn er nicht kein Ritalin bekommt. Dann hat die Mutter das Kind auf einer anderen Schule angemeldet, dort genau das Gleiche, entweder Ritalin oder der Junge kann die Schule dort nicht besuchen. Dann ist sie wieder zu dem gleichen Arzt gegangen, 3 Wochen später, ja, und wollte ein Attest haben, dass ihr Sohn gesund ist. Da dieser Arzt war auf mal komplett anderer Meinung und hat gesagt, ihr Sohn hätte nur eine Chance mit Ritalin. Und erinnerte sich nicht mehr daran, dass er vor 3 Wochen anderer Meinung war. Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich bisher über ADHS gelesen habe, sind das Kinder, die so aufgedreht sind, dass sie nicht richtig still sitzen Ja. können und die ja, mehr Antrieb haben als durchschnittliche Kinder. Und haben die auch, geht das auch immer mit Konzentrationsmangel einher oder sind die einfach schneller? Die können sich eigentlich sehr gut konzentrieren, bloß sie fühlen sich in der Schule gelangweilt und sie merken auf einer Ebene, dass man sie dort kaputt macht.
und in eine Schiene reindrücken will. Und das lassen diese Kinder mit sich nicht mehr machen. Weil Schule ist ja, wenn man so will, Manipulation. Es fängt ja im Kindergarten an, brav sein, gehorchen, gute Noten, sonst ist man nichts. Das wird einfach zu Hause manchmal schon eingeredet, ja. Und man sieht es jetzt ja, wenn man das mal durchgeht, bis sie denn brav sind und immer gute Noten gebracht haben, Abitur gemacht haben, einen guten Beruf haben, sie vergessen irgendwann das Denken und funktionieren nur. Man sieht es, glaube ich, ganz deutlich am Verhalten der Polizei, muss ich sagen, weil da ja im Moment sehr viele Gewaltübergriffe auch sind, ja. Und wenn man denn die Aussagen von Polizisten hört, also ich spreche auch viel mit Polizisten, wenn man mit denen mal redet, dann merkt man richtig, dass sie anfangen zu denken. Sie führen nur noch Aufträge aus, die Leute, das ist das Hauptproblem. Weil sie von Anfang an immer gelernt haben, schön brav sein, gehorchen und so machen sie es im Berufsleben auch. Das und das ist ihre Aufgabe und die füllen sie aus. Und wenn man die mal sagt, ihr, guck mal, ihr müsst das doch selbst sehen, wie viele Kinderheime es gibt, wie viele Kinderpsychiatrien es gibt, dann fangen die an zu denken und sagen, ja, irgendwie gewundert haben wir uns ja auch schon, dass so viele Kinder aus Familien rausgenommen werden. Aber selbstständig klappt es bei den Leuten nicht mehr. Und das lassen diese Kinder mit sich nicht machen, die neuen Kinder. Und die werden seit 2000 extrem viel geboren, diese Kinder. Und seitdem steigen ja auch die Inobhutnahmen jährlich, ja. Mir fällt auf, oder was ich mich immer gefragt habe, wenn die also aufgedreht sind, das Erste, was mir einfallen würde, ist, die Kinder brauchen vielleicht Sport statt Ritalin. Die müssen sich mal richtig auspowern können. Vielleicht Richtig. hilft das Ja, besser. und es gibt ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, irgendein Psychologe, der gestorben war. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Der hat ja auch gesagt, ADHS gibt es nicht. ADHS ist eine erfundene Krankheit. Ne? Hat er auf dem Sterbebett gesagt. Ne? Wenn das so ist, dann müsste es doch helfen, vielleicht, wenn Eltern dann das zitieren. Das hilft nicht. Das größte Problem ist ja, dass die Eltern meistens auch uninformiert sind und erst anfangen, sich zu informieren. Ich sag mal, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ja, wenn das Jugendamt vor der Tür steht und das Kind rausgeholt haben, dann merken die erst, ja, jetzt müssen wir was machen. Und dann ist es aus meiner Sicht zu spät, nämlich ein Kind, was in Obhut genommen wurde. Das zurückzubekommen, ja, ist ein Ding ja unmöglich. Meistens vorm 18. Lebensjahr nicht. Wie kommt das, dass die Kinder meistens vor dem 18. Lebensjahr nicht zurückkommen, wenn sie einmal in Obhut genommen worden sind? Dem SGB VIII kann ich das nicht so entnehmen, dass das so gewollt wäre. Richtig. Normalerweise werden Kinder in Obhut genommen, zum Beispiel Mangelernährung, bei Verwahrlosung, wenn Gewalt in der Familie ist, physische Gewalt, psychische Gewalt, sexueller Missbrauch. Das sind Gründe, warum Kinder aus Familien genommen werden. Bloß das Unglaubliche an dieser Sache ist, es werden Kinder aus harmonischen Familien genommen, um dann in Heim oder in Pflegefamilien genau diese Dinge zu erleben. Es geht um die bewusste Zerstörung dieser Kinder. Ich frage mich, wer daran ein Interesse hat, wenn Leute das Gesetz, mal angenommen, dann Leute das Gesetz vorsätzlich, unverhältnismäßig auslegen würden. Ich denke mal, die ganzen Institutionen sind ja auch irgendwo verpflichtet, zu versuchen, das verhältnismäßig auszulegen. Dann gehen die da ein Risiko ein. Da muss ja eine Motivation dahinter stecken, wenn Menschen es vorsätzlich falsch machen, dass sie das Risiko eingehen. Ja, natürlich. Bloß dafür gibt es keine Beweise. Das sind nur Vermutungen, die man aussprechen kann. Es geht ja wirklich darum, dass man keine eigenständig denkenden Menschen möchte, sondern Menschen, die brav wie Roboter sind. Die auf Knopfdruck. Nicht eigenständig denken, sondern die nur auf Anweisung brav arbeiten, mehr nicht. Aber es gibt doch vom Gesetz her vorgesehen auch mildere Maßnahmen, wie das Jugendamt eingreifen kann, eine ganze Menge außer Ja. Inobhutnahme. Ob Gesetze überhaupt noch zählen und in diesem Bereich hält sich das Jugendamt ja überhaupt nicht an Gesetze. Ja.
Nämlich, sie nehmen ja Kinder aus Familien, zum Beispiel nehmen die ja auch Kinder aus Familien. Viele Familien sind ihre Kinder losgeworden, die haben freiwillig das Jugendamt kontaktiert und haben um Hilfe gebeten. Zum Beispiel, weil die Mutter einige Tage ins Krankenhaus musste und niemanden hatte, der die Zeit über für die Kinder sorgt. Dann haben die sich das Jugendamt gewandt und haben gesagt, sie brauchen kurzzeitig eine also Betreuung für ihre Kinder. Und was ist passiert? Das Unglaubliche ist passiert. Die Eltern haben dann ihre Kinder im Nachhinein nicht wieder gesehen, weil die Mutter dann nach der OP angeblich nicht mehr erziehungsfähig war, weil sie sich noch nicht gut erholt hat. All solche Dinge. Da passieren unglaubliche Sachen, nur um an Kinder zu kommen. Ein finanzieller Aspekt ist es auch. Nämlich, man darf ja nicht vergessen, ein Heimplatz kostet zwischen 4 und 7, 8.000 Euro, je nachdem, wo sie untergebracht werden. Dann hat den finanziellen Vorteil Oh. ja wahrscheinlich am ehesten das Kinderheim. Aber warum sollten da andere mitmachen, wenn man absichtlich Fehlentscheidungen treffen würde, wenn man der Versuchung erläge? Es geht hauptsächlich darum, dass man diese Kinder zerstören will. Und das so früh wie möglich. Also zwangsweise anpassen an ein Ja, bestimmtes Bild. natürlich. Zwangsweise anpassen an eine Gesellschaft, wie gewisse Menschen die Gesellschaft sich vorstellen. Und diese Kinder, die ab 2000 extrem häufig geboren werden, lassen das mit sich nicht machen. Die sind anders. Und hinzu kommt ja auch, ich habe jetzt ein Interview mit einem Vater gemacht, ein sehr langes Interview. 4 Teile habe ich da hochgeladen, weil wir da wirklich seine Geschichte mal von Anfang bis heute mal begleitet haben. Der hat auch, ist auch Vater einer hochsensiblen Tochter und hat seine Tochter selbst zum Arzt geschleppt, weil er nicht wusste, was mit ihr los war. Und hat sich leider erst, als sie schon in therapeutischer Behandlung war und das Jugendamt bei ihnen schon hartnäckig anklopfte, erst kundig gemacht. Und dann wollte er noch zurückziehen, ging aber nicht mehr, ja. Da hat das Kind schon übernommen und ja, war schon in der Kinderpsychiatrie und alles, ja. Das kommt ja hinzu, die Kinder schiebt man ja auch gerne in Kinderpsychiatrien. Überhaupt, wenn sie einmal abgehauen sind, ja. Also, was ist denn so die Schwelle oder was sind denn für Begründungen dafür? Kinderpsychiatrie stelle ich mir ja heftiger als Heim vor, weil da ja auch die Frage im Raum steht, ob sie Psychopharmaka dort bekommen. Ja, kriegen sie in Heim aber auch oftmals. Ne? Also in Heim ist es auch gang und gäbe, dass die Kinder Psychopharmaka oder Ritalin irgendwas bekommen. Ja? Hören wir von vielen, die Heime streiten es dann wieder ab und die Kinder lügen, aber Kinder, die denn mal abgehauen sind, da konnte es dann auch eindeutig nachgewiesen werden, ja. Und wenn die mit 18 Jahren rauskommen, die Kinder, dann sind die natürlich fix und fertig. Und bevor sie rauskommen, vorher setzt man natürlich dann auch die Gabe der Medikamente ab, damit das dann nicht mehr so nachgewiesen werden kann, ja. Aber die Kinder sind dann eben zerstört und ja. Als Hürde für die Inobhutnahme, da kommt das Gesetz, geht es ja um Gefährdung des Kindeswohls. Und wenn da halt, Moment, wo haben wir das? Kleinen Moment bitte. Da geht es um gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes, dass man überhaupt angreift. Und das, also Paragraph 8a SGB 8. Und was mir auch aufgefallen ist, der Paragraph 42, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Und da kann man aus seinen, Moment, wo steht's? Paragraph 42 Absatz 1, das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen seine Obhut zu nehmen, wenn. Und dann steht da Nummer 1, das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet. Oder Nummer 2, eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen, die Inobhutnahme erfordert. Und dann A, die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen. Oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Oder drittens, ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Da stelle ich mir natürlich einmal die Frage, was ist denn ein Kindeswohl und was ist eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes? Eben, die Frage ist berechtigt, ja. Und wenn man da Jugendamtmitarbeiter, also Mitarbeiter darauf anspricht, gibt es keine Antwort darauf, ja.
Die kommen mit einem Polizeiausgebot, also Aufgebot, reißen die Kinder aus dem Haus, unterstellen den Eltern teilweise Dinge, die sie gar nicht gemacht haben. Wenn sich das dann nach 1 oder 2 Wochen aufklärt, kriegen sie die Kinder trotzdem nicht wieder. Und hinzu kommt, Anwälte, alle machen dieses Spiel zum Teil mit. Es gibt gute Anwälte, die sie für ihre Mandanten einsetzen und wirklich gute Arbeit leisten, aber leider nur ganz wenige, ja. Bedeutet das jetzt, dass viele Anwälte sich nicht trauen oder dass sie überfordert sind? Man kann es nur vermuten, nicht? Also ich denke mal, ich rate zum Beispiel allen Menschen immer, die betroffen sind vom Kinderklau, auf gar keinen Fall einen Anwalt aus ihrer Region zu nehmen. Da haben wir nämlich die Erfahrung gemacht, wenn man aus der gleichen Region einen Anwalt nimmt, dass die grundsätzlich mit dem Richter und Jugendamt kooperieren. Ich habe mal geschaut, wo ich sonst noch was finde zum Begriff Kindeswohl in verschiedenen Menschenrechtsverträgen. Und das mit dem Kindeswohl und dass es zumindest dem Grunde nach möglich ist, natürlich muss es auf entsprechend gesetzmäßigen Vorschriften beruhen, Kinder aus den Familien zu nehmen, erkennt auch die UNO-Kinderrechtskonvention an. Da ist es überhaupt am detailliertesten. Und in der Kinderrechtskonvention steht aber auch nicht drin, was Kindeswohl ist. Im Englischen, was ja UNO-Sprache ist, steht Best Interest of the Child. Aber im Deutschen steht da nicht bestes Interesse des Kindes, sondern steht dann auch Wohlergehen des Kindes. Das scheint wohl bei der deutschen Übersetzung, so verstehe ich das, vermutlich auch so gemeint zu sein wie der deutsche Begriff Kindeswohl. Und ich habe aber in einem der allgemeinen Kommentare gefunden, auf der Webseite vom Kinderrechtsausschuss, ist aus 2013, da haben die Vorschläge gemacht, wie man das definiert, Randnummer 32 bis 35. Und deren einziger konkreter Vorschlag ist, sie sagen, die Kinderrechtskonvention lässt da bewusst einen Auslegungsspielraum, aber deren einzig konkreter Vorschlag von dem UNO-Ausschuss zur Kinderrechtskonvention ist, das Kindeswohl zu messen an den Menschenrechten, die in der Kinderrechtskonvention stehen. Das auf jeden Fall dort mit einfließen zu lassen, als einen gewichtigen Gesichtspunkt. Ja, bloß mit Gesetze oder so kommt man hier kein Stück weiter. Das ist die Erfahrung, die wir in diversen Fällen gemacht haben. Ja, überhaupt nicht. Man kann machen, was man will. Man kann nachweisen, wenn ein Kind im Heim missbraucht wurde. Man kann Anzeigen machen, sie werden nicht bearbeitet. Ich wollte noch sagen, was Sie gesagt haben, für als Schwelle für die Inobhutnahme. Es gibt in der Kinderrechtskonvention Artikel 9, wo als Beispiel steht, nicht abschließend, als Beispiel, wann Inobhutnahme gerechtfertigt sei, bei Misshandlung und bei Verwahrlosung. Und klar, wenn sexuelle Übergriffe sind, das ist ja von der Schwere mit einer Misshandlung mindestens vergleichbar. Also ich verstehe das so, Misshandlung, Verwahrlosung und andere Dinge vergleichbarer oder größerer Schwere, dass das eine Inobhutnahme rechtfertigt. Ja, richtig. Das scheint auch die Schwelle zu sein, die man sich. Richtig. Aber wie lange ist das her? Bloß es ist nicht überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Kinder erleben das im Pflege, die Alkoholiker sind, ja. Wird das dem Jugendamt gemeldet, dann kriegen dann die Pflegefamilie arbeitet an dem Problem. Und bei der leiblichen Familie hat man keine entsprechende, bis wann man überhaupt eingreift. Nein, absolut nicht. Den Leuten wird meistens etwas unterstellt. Sie sind nicht erziehungsfähig. Sie müssten zum Psychologen oder was weiß ich. Das sind unglaubliche Sachen. Die Kinder werden rausgenommen aus harmonischen Familien, um dann in Pflegefamilien und Heimen das Grauen zu erleben. Da gibt es auch im Internet einige Beispielbilder. Da nenne ich zum Beispiel mal die Christina Becker mit ihrer Tochter. Das ist ein ganz kleines, niedliches, süßes Mädchen gewesen. Das hat man ihr auch genommen, ohne Grund. 6 Wochen nach dem Heimaufenthalt, die Fotos, sie durfte dann noch einmal sehen, ihre Tochter. Da muss man wirklich zweimal hingucken, ob es sich wirklich um ein und dasselbe Mädchen handelt, ja. Aufgedunsen das Gesicht und die Augen, das ganze Leben ist aus den Augen raus, furchtbar. Und hinzu kommt ja eben auch, dass man immer wieder versucht, den kompletten Kontakt zur Familie komplett zu unterbinden, ja.
Und wenn Kontakt zur Familie erlaubt ist, einmal im Monat für 1 bis 2 Stunden unter Bewachung. Also die Kinder haben nicht die Möglichkeit, alleine mit ihren Eltern zu sprechen. Und sie haben auch Auflagen, auch die Eltern, welche also Themen sie gar nicht ansprechen dürfen. Also die Kinder können nie sagen, du Mama oder Papa, im Heim kriege ich nicht satt zu essen oder ich werde geschlagen oder in der Familie, in der Pflegefamilie passiert dies oder das. Die Möglichkeit haben sie gar nicht. Würden sie sich das wagen, würde der Umgang sofort abgebrochen. Ich habe das SGB VIII so verstanden, als ob das so gedacht ist vom Gesetzgeber, dass der Umgang nur dann unterbunden werden darf, wenn es dem Wohlergehen des Kindes schadet, dass es, und dass das die Ausnahme zu sein hat. Nur Ja. dann, und ansonsten muss dann Umgang sein, wenn die das wünschen, Eltern Ich oder sage Kinder. schon mal den Fall Dave Verstanden. Möbius. Ja. Der Junge, der will unbedingt zu seinem Vater, seine Schwester Pia auch, ja. Das ist sowieso der Fall, ist der Skandal aus meiner Sicht schlechthin. Ja. Seit 10 Monaten also fehlt von beiden Kindern jegliches Lebenszeichen, ja. Der Vater weiß nicht, ob die Kinder noch leben und wo, und wenn, wo sie sich befinden. Aus der Familie wurden die Kinder genommen, weil der Bruder des Vaters aus dem Gefängnis gekommen ist. Der ist ins Gefängnis gekommen, der Bruder, weil ein junges Mädchen behauptet hat, er hätte sie ja belästigt. Hat sich aber ganz schnell rausgestellt, es ist nicht der Fall. Dieses Mädchen war so dumm und hat das dann im Dorf rumerzählt, dass ein Mann im Knast sitzt, der da gar nicht hingehört, nur weil sie gelogen hat. Also ist der Bruder wieder nach Hause gekommen. Dann hat die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin, weil der Bruder bei dem Vater untergekommen ist, eine Kindeswohlgefährdung gesehen, weil dieser Mann im Haushalt der Familie gelebt hat und hat die Kinder aus der Familie rausnehmen lassen. Aber Ja. der war doch freigekommen, weil man sich geirrt hatte. Ja, eben, das ist es ja. Aber trotzdem hat die Jugendamtsmitarbeiterin eine Kindeswohlgefährdung gesehen und hat die Kinder rausgeholt. Das ist jetzt im Ende September, Anfang Oktober 5 Jahre her. 5 Jahre müssen die Kinder das reine Grauen erleben, ja, ganz schlimme Dinge. Und wie gesagt, seit 10 Monaten fehlt jegliche Spur von beiden Kindern und der Kontakt zum Vater wird unterbunden, obwohl beide Kinder den Vater sehen wollen, ja. Die lieben ihren Papa über alles. Und die ganze Familie wurde bewusst zerstört. Und das ist aber auch ein guter Anwalt da. Und da wird auch noch sehr viel passieren. Ganz bestimmt. Da wird sich noch manch einer, denke ich mal, gut wundern. Also ich meine, ich kenne die Rechtsprechung dazu nicht so. Ich habe mir heute nur noch mal gründlich das SGB VIII und die Kinderrechtskonvention angeschaut. Aber das scheint so die Linie zu sein. Je besser das Kind begreifen kann, also was die Lage ist und sich auch so qualifiziert äußern kann, was es will, desto höher ist dem Gewicht zu geben, was das Kind selber sagt, was es will. So habe ich das verstanden, aber es ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich sage der Fall Möbius, das ist der beste Fall. Da gab es letztes Jahr eine Gerichtsverhandlung Anfang September. Da hat der Richter, der zuständige Richter Bernau vom Amtsgericht Wittmund entschieden, dass also der Vater Matthias Möbius ein Umgangsverbot mit den Kindern bekommt, also bis Ende sehen und dann wird neu verhandelt. Mit der Begründung, er hat mit Dave und Pia gesprochen. Beziehungsweise der Richter selbst hat mit Pia gesprochen und ein Verfahrensbeistand angeblich mit Dave. Und beide Kinder haben gesagt, dort wo sie sind, fühlen sie sich wohl. Aber wir haben Beweise, dass weder der Richter noch der Verfahrensbeistand mit Pia und Dave gesprochen hat. Die Aussage besteht, also ist absolut erlogen und erstunken. Und keiner macht was. Man kann den Landrat einschalten und interessiert sich keiner für. Haben wir alles schon versucht. Wir haben gerade in diesem Fall extrem viel gemacht und keiner interessiert sich für. Im Gegenteil, man wird dann immer weiter, ja, ist man weiteren Schikanen ausgesetzt. Ja, aber das ist uns mittlerweile auch egal. Da packen wir so durch, sage ich mal so. Da habe ich mal eine Frage zur Beweislast. Ich habe das im Gesetz nicht gefunden. Es kann auch sein, dass ich es übersehen habe. Gibt es irgendwo, wenn es vielleicht nicht im SGB VIII steht, findet man das irgendwo anders im Gesetz oder ist das in der Rechtsprechung eine einheitliche Linie, wer jetzt für welche Maßnahmen des Jugendamts die Beweislast hat oder ob die Kinder in der Familie bleiben oder in Obhut zu nehmen sind oder zurückkommen? Also seit
einigen Jahren ist es ja so, das haben wir, glaube ich, hier unserer tollen, heute, mittlerweile ist sie ja Flinten-Uschi hier, dieser von der Leyen, als sie noch Familienministerin war, hat die ja das Gesetz geändert, dass die Eltern mittlerweile beweisen müssen, dass sie erziehungsfähig sind. Früher war es ja so, dass der Gesetzgeber praktisch beweisen musste, dass man nicht erziehungsfähig ist. Aber mittlerweile ist es so, dass die Eltern beweisen müssen, dass sie erziehungsfähig sind. Und nun, wie soll man das beweisen? Wenn ich mit 20 Menschen rede, jeder hat eine andere Auffassung, wie man gewisse Situationen lösen kann. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit alles. Ich verstehe, das könnte ein Problem sein, vor allem für Eltern, die ein von nur Minderheiten vertretenes Konzept, pädagogisches Konzept haben, dem sie folgen. Und gar nicht wissen, um was es geht, wenn das Jugendamt anklopft, ja. Die meisten Eltern, ich sage, wer kümmert sich um das Thema in Obhutnahme und Kinderklau von Eltern? Keiner. Erst dann, wenn sie betroffen sind oder wenn sie vielleicht im nahen Umfeld irgendwie mal davon etwas mitbekommen, dass da ein Kind aus der Familie gerissen wurde, wo die Eltern selbst frustriert man und informiert sich vielleicht, ja. Das Problem ist, eine Messer praktisch rein. Die denken am Anfang, es ist alles ein Irrtum. In welchem Jahr hat sich das geändert? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht sagen. Von der Leyen, der Familienministerin, war das wurde Okay. irgendwas geändert. Dann kann man das ja ungefähr nachvollziehen. Gar nicht so drum, aus dem einfachen Grund, weil erfahrungsgemäß ist es so, Gesetze hin, Gesetze her, da hält sich eh keiner dran. Drängt sich mir so die Frage auf, ob die Zahl der Inobhutnahmen vielleicht gestiegen ist in zeitlichem Zusammenhang mit dieser Beweislaständerung. Die sind seit Jahren steigen die, also stetig die Inobhutnahmen. Gibt es Ja, da auch und das ist Zahlen ja zur auch oft. Gesamtzahl? Entschuldigung. Nee, also ich habe nur hier diese Statistik da, wo es um die 2014er Statistik. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil es geht ja auch hauptsächlich darum, die Kinder, dass man eine gleichgeformte Gesellschaft möchte. Ja? Das ist ja der Hauptgrund, warum auch so viele Kinder in Obhut genommen werden. Ich meine, wenn es bis zum 18. Lebensjahr bei vielen liefe, dann wäre es ja vielleicht ein Faktor, und wenn es jedes Jahr 48.000 wäre, dann wäre es ein Faktor, von wann viele Kinder, in welchem Alter viele Kinder in Obhut genommen werden, bis zum vielleicht 18. Lebensjahr und das mal 48.000 oder ist es eher weniger? Mehr steigen die Zahl. Also ich denke mal, Statistiken, wie man den trauen kann, das ist auch so eine Sache. Und ich denke mal, gerade jetzt ist das Thema Kinderklau ja ziemlich verbreitet. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Statistik für 2015 freigegeben wird und veröffentlicht wird, dass man da wieder genau überlegen muss, ob man dieser Statistik überhaupt trauen kann, ja. Weil ich könnte mir denken, dass man da auch wieder manipuliert und die Zahlen sogar runterschraubt. Also ich arbeite mit einem diesen Jahr zum Beispiel, ist ganz, ganz und auch brutal, wie vorgegangen wird. Also richtig. Jeder kann ja auch mal recherchieren, der mag. Einfach mal gucken in seinen wo Jugendeinrichtungen es gibt und Psychiatrien, Kinderpsychiatrien, auch in Kliniken, ja. Und das ist mehr als erschreckend und da sollte eigentlich jeder mal ins Nachdenken kommen und sagen, was geht hier ab? Ich lese mal, wenn ich mir den zweiten Abschnitt vom SGB 8 anschaue, da gibt es ja so viele mildere Maßnahmen. Da gibt es zum Beispiel allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Da kommen dann Leute und beraten oder Paragraph 17, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Oder es gibt Beratung, Unterstützung, Ausübung, Personensorge, gemeinsame Wohnform, Mütter, Väter, Betreuung, Versorgung, Kind in Notsituationen. Klingt alles. Also es ist nicht alles, was es hier bei Förderung der Erziehung der Familie gibt, was direkt auf Inobhutnahme hinausläuft. Richtig, ist ein Auffangbecken, um also wie so ein Lockruf, sage ich, ist das, ja. Das Jugendamt bietet sich ja an und sagt, wenn Probleme sind, man soll sich ans Jugendamt wenden. Was ganz schnell passiert, dass die Familien eine Familienhilfe aufgedrückt kriegen, ja. Oftmals ist es so, dass die eine Familienhilfe bekommen und macht auch Freundschaft mit der Familie und lobt sie. Diese Familienhilfe wird dann meist schnell wieder abgezogen und dann kommt eine andere Familienhilfe. Ja, die bemängelt alles, was die Mutter und was in der Familie gemacht wird. Die Frau, egal was sie macht, sie kann einfach nichts richtig machen, ja.
Und dann heißt es ruckzuck, die Frau Familie ist nicht erziehungsfähig. Ob sie wie sie den Geschirrspüler aufräumt, wie sie die Wäsche aufhängt, die Frau kann einfach nichts richtig machen. Es wird sich überall reingedrängt, es wird in den Schränken geguckt, das erdreisten. Die erdreisten sich sogar am Gucken in den Schränken. Ich. Ja, also unglaubliche Sachen passieren da, unglaubliche Sachen. Sorry, ich hatte eben die falschen Paragraphen gesehen. Paragraph 27 bis 35, da stehen verschiedene Maßnahmen unterschiedlicher Intensität. Beratung, soziale Gruppenarbeit hat irgendwie noch so beratenden Charakter, aber es gibt auch Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer. Paragraph 30, wenn ich das richtig verstehe, die dann zu einzelnen, ja, ich sag mal, Erziehungsmängeln dann helfen, pädagogische Familien. Hilfe. Es gibt Tagesgruppen, wo die Kinder aber trotzdem abends wieder zu Hause sind. Und dann gibt es aber Dinge, die wesentlich intensiver sind. Vollzeitpflege, wenn ich das richtig verstehe, scheinen Pflegefamilien zu sein. Ja. Paragraph 33 und Paragraph 34 Heimerziehung. Aber Paragraph 27 bis 32 sind alles Maßnahmen, wo die Kinder zumindest abends in der Familie sind oder Ach teilweise ja. auch nur Beratungsangebote. Und ich frage mich, gibt es da nicht Verwaltungsanweisungen bei Problemen welcher Größenordnung, die was davon machen müssen? Hinzu kommt ja das Jugendamt. Da gibt es anscheinend keine übergeordnete Stelle, die das Jugendamt kontrolliert. Die können machen, was sie wollen. Sie haben garantiert von irgendeiner Stelle eine Anweisung, so und so viele Kinder in Obhut zu nehmen und eben auch gewisse Kinder. Aber wer das ist, da kann man nur vermuten. Beweisen kann man es nicht. Also, Nämlich die Mengen und was da passiert, ja. also wenn man die Familien hört, es ist einfach mehr als unglaublich. Was mir auffällt, ist, wenn Leute einen Führerschein verlieren und die müssen die MPU machen, dann gehen die zwar zu einer privatrechtlich organisierten MPU-Prüfungsstelle, aber da haben die ganz klare Begutachtungsleitlinien und soweit mir bekannt ist, werden da ja auch die Gespräche aufgezeichnet, damit man dann als der das Gespräch geführt hat, auch sich richtig erinnert und zum richtigen fairen Prüfungsergebnis kommt. Und also bei Führerschein ist man ganz genau, meine ich. Und bevor man Führerschein verliert, gibt es einen Punktekatalog. Gut, so bürokratisieren wir, sollte man es vielleicht hier nicht, aber hier scheint es keine klaren Vorgaben zu geben, was man womit beantwortet. Richtig. Und alles, was positiv für die Be Familie bewiesen werden kann, wird vom Richter und Jugendamt nicht anerkannt. Die Jugendämter setzen die Familien unwahrscheinlich unter Druck. Die sagen sofort, wenn sie ein Kind in Obhut nehmen, machen sie ihren Fall öffentlich, sehen sie, macht man den Fall nicht öffentlich, sieht man das Kind nicht wieder. Die haben mittlerweile große Angst, weil wir denen ganz böse auf die Füße treten und auf die Schliche gekommen sind. Und Mir fällt auch noch. Aufnahmen, ganz schlimm, die haben Angst ohne Ende mittlerweile. Es gibt ja diverse Leute, die Gespräche aufgenommen haben und das beweisen können, ja. Teilweise werden denen die Handys weggenommen und zerstört oder nicht, ja, weil die Angst haben vor Beweismaterial mittlerweile. Das ist unglaublich alles. Ich habe jetzt gerade mit dem Vater, mit dem ich das vierteilige Video gemacht habe, die Tochter hat Tagebuch geführt. Und da hat sie nur positiv an ihrem. Das Tagebuch wurde weder vom Jugendamt noch vom Richter angesehen. Das wurde als Beweismaterial zurückgelehnt, also abgelehnt. Seltsam. Alles, was positiv ist, wo man sagen kann, hier, ich habe einen Beweis, das ist positiv, das wird abgelehnt. Dem Bundesverfassungsgericht einer gewissen Dienstaufsicht. Die Gerichte wenigstens. Ja, aber ja. Ich glaube, da brauchen wir zu den Gesetzen und Richtern, wie das funktioniert, nicht groß mehr drüber reden. Ich denke mal, das Thema Logen ist bei euch auch bekannt. Thema Logen. Ja, so ein paar Puzzlestücke, was ernstzunehmende Leute über Logen sagen. Aber klar, dann wird man wahrscheinlich auch Leute aus der Justiz versuchen einzubinden. Muss man stark von ausgehen, ne? Und gerade in einem Bereich, ich sag mal, wo sich der Fall Möbius befindet, das ist in Ostfriesland, da sind extrem viele, da sind sie alle, da ist der Lions Club, die Freimaurer, Rotary Club, alles zu finden. Ja.
Es ist, wer da mal weiter recherchiert und wenn man sich auch Kinderheime mal genau anguckt, wer da mit dieser Thematik vertraut ist, kann sich gerne mal einige Kinderheime angucken. Es wird auch Austausch mit dem Ausland teilweise angeboten und dann wird da immer vom Clearing-Verfahren gesprochen. Clearing-Verfahren, der Begriff, da klingelt es bei mir immer, es ist ein Begriff von den Scientologen, ja. Also das ist ein ganz, ganz breites Feld, dieser Kinderklau, ja, und wer dahinter steckt. Wie gesagt, kann es nur vermuten, beweisen nicht, ja, aber. Ich meine, wenn da jetzt, sagen wir mal, im Verhältnis vielleicht zur Einwohnerzahl eine erhöhte Zahl von logenhaft organisierten Organisationen ist und selbst wenn in den gleichen Gebieten eine erhöhte Zahl im Verhältnis zur Einwohnerzahl von den Obhutnamen ist, muss da ja noch längst nicht ein Zusammenhang bestehen. Was Muss sollten nicht. Logen für ein Interessen haben daran? Ich sage, der Kinderklau ist ein sehr breites Feld. Ja, ritueller Missbrauch findet in unserer Gesellschaft auch noch im großen Stile statt. Ja? Und wer im Rituellen gerade dieses praktiziert, das sind die höchsten Kreise. Ja? Und ich finde es auch zum Beispiel sehr interessant. Anfang des Jahres gab es zum Beispiel den Film Böser Wolf. Der hat einen Zweiteiler, der hat thematisiert, diese Gewalt an Kindern und eben auch rituelle Sachen. Dann gab es den ersten und den zweiten Teil Operation Zucker mit anschließender Diskussionsrunde. Und dann gab es jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, einen Themenabend und alle haben geschwiegen. Das war ein Film, der auch das Thema Heimkinder ja, darstellte und dann anschließend eine Reportage, wo alles ehemalige Heimkinder zu Wort kamen. Und alle haben von Missbrauch gesprochen und von ganz schlimmen Dingen. Und trotzdem geht es heute weiter. Ja, und ich fand das auch sehr provozierend, wie der Film, also wie diese Sendereihe hieß den Abend. Und alle haben geschwiegen. Heute ist es so, heute stehen viele auf, weisen auf die Missstände hin, aber man versucht sie mit allen Mitteln und Wegen mundtot zu Also machen. warum mich das jetzt erinnert, ist, du bist ja auch beim Interview bei Bewusst TV gewesen. Bei Bewusst TV war auch jemand, der mir ziemlich glaubwürdig zu sein schien, der angegeben hat, dass er in Augsburg war das, glaube ich. Erst die Maßen, ja. Da haben die Reportage gemacht, da ist er ja mit Joe Konrad auch an die Orte hingefahren, wo in Augsburg ja, junge Menschen, Jugendliche zum Teil auch Kinder wohl nach seiner Aussage auch gezwungen werden, entflohen ist. Da hatte man ihn, hat er Joe Konrad dann berichtet, opfern wollen, also zur rituellen Opferung bringen wollen. Und nur durch viel Glück hat man konnte er dann entkommen und konnte er auch dann in der Sendung berichten. Also das ist ja etwas, was so wie er das geschildert hat, scheint da ja eine Verbindung zu bestehen zwischen den Leuten, die Kinder organisiert in den Missbrauch zwingen und dann hinter, wenn sie sie nicht mehr brauchen, dann scheinbar verkaufen für Menschenopferrituale, was für Gruppierungen das auch immer machen und welchen Sinn das hat. Weil Jesse, sie hat es ja auch deutlich gesagt, als man hatte ihn ja entsorgt, man hat ja gedacht, er ist tot, ja, man hat ja gedacht, er ist gar nicht mehr, ja. Und er wurde dann ja von, ich glaube, von den Hells Angels aufgefunden und die haben ihn dann ja aufgepäppelt. Und als er dort Fernsehen guckte, hat er dann ja, die Politiker, die Saubermänner, alle schön erkannt und hat gesagt, hier, der war bei mir und der und der und der, ne? Und es sind die höchsten Kreise. Das haben auch diese Filme Böser Wolf und Operation Zucker ganz deutlich dargestellt, dass es wirklich die höchsten Kreise sind, die da verwickelt sind. Nur diese Filme haben uns natürlich auch unterschwellig eins klar gemacht: Egal was ihr macht, an diese Kreise kommt ihr nicht ran. Das war die Essenz des Films zum Schluss immer. Es gab zwar in den einen Film, ich glaube Böser Wolf, ganz aktive Kommissare, die dabei waren. Die würde ich mir heute auch wünschen, solche Kommissare. Habe ich leider noch nicht kennengelernt, sondern immer welche, die das ganze Verbrechen noch schützen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Aber in diesem Film
wurde eben, egal was ihr macht, Leute, an diese Kreise kommt man nicht ran. Und das ist genau das, wo ich entgegenarbeite und sage, hallo, an diese Kreise genau müssen wir ran und wir kommen da auch ran. Die war die Zeit günstiger und da dürfen wir keine Angst haben und sagen, das sind ganz hohe, die haben da einen ganz hohen Logengrad und dies oder so, solange wir da in der Angst sind und nein, ran an diese Leute. Und es sind immer mehr Leute, weil ich die Leute da auch bestärke und ermutige, die mit aufstehen und sagen, du hast recht, wir müssen den Mund aufmachen und so ist es auch. Wir dürfen keine Angst haben, wir müssen ran. Das ist unsere Pflicht. Auch Leute, die keine Kinder haben. Das finde ich immer so schlimm, wenn die dann sagen, ach, das Thema interessiert mich nicht. Und ach, pff, doch, das hat sie doch zu interessieren. Nämlich, das ist ja unsere Gesellschaft, in der wir leben. Das ist ja eine Zerstörung hoch drei. Wir haben es dann ja nur noch mit zerstörten Menschen zu tun, mit zerstörten Seelen. Es gibt auch, ja, wie soll ich sagen, die nennen sich ITCCS, Internationales Tribunal gegen Verbrechen von Kirche und Staat, und ist aber ein nicht öffentlich anerkannt, ist nicht, sie, soll ich sagen, sie präsentieren sich als Gerichtshof. Ich habe den Gründer davon auch schon mal interviewen dürfen, aber ist halt nicht öffentlich anerkannt. Ich denke, aus staatlicher Sicht wird es halt sein, eine private Initiative, um Missstände aufzuzeigen. Aber die haben minutiös wie niemand sonst, haben sie die Verbrechen in den kanadischen Residential Schools, also in Zwangsinternaten für die Indianerkinder, aufgearbeitet und haben auch ja, ansatzweise angefangen, das mit diesen Menschenopferritualen auch in Europa da, zu recherchieren. Und da gibt es eine Zeugenaussage, auch ein Video auf der Webseite von ITCCS, von einer Annemarie van Ballenburg. Und die sagt dort, dass zumindest in den Niederlanden die Ndrangheta, also die Mafia aus Südwestitalien, systematisch Kinder zu Menschenopferritualen bringe und dort Prominente einlade, und die scheinen da systematisch ihr Erpressungssystem aufgebaut zu haben, und da belastet sie auch an Prinz Johann Friso, der 2013 wohl beim Schienenfall gestorben ist. Er sagt nicht sie, sondern das kann man in öffentlichen, in den Klatschnachrichten auch lesen, dass er 2013 gestorben ist, dass der eben auch an mehreren dieser Rituale teilgenommen habe, und nennt auch weitere Leute. Und sie behauptet, sagt das eben deshalb, weil sie mit einem Ndrangheta-Mitglied verheiratet sei, und dadurch wisse sie davon. Und ja, das Und die scheint ja Kinder dann systematisch ein Erpressungssystem zu sein, dass man solche barbarischen Akte macht, um da Prominente systematisch erpressen zu können, zumindest von Ndrangheta-Seite. Ja, natürlich. Und es sind die höchsten Kreise und deswegen wird man auch so ja, schikaniert, wenn man in dieses Hornissennest reinsticht, Kinderklau, ja. Wenn es jetzt, sagen wir mal, diesen Kinderklau gibt, vielleicht manchmal, wie soll ich sagen, wegen Mangel an Aufsicht oder Mangel an Wissen, ein Gespür für Verhältnismäßigkeit, vielleicht auch aus Ideologie, um die Menschen anzupassen, vielleicht auch bei manchen aus Geschäftemacherei, wo man vielleicht manche Leute vielleicht mit Heimbetreibern unter einer Decke stecken mögen, dann heißt es aber noch längst nicht, dass die wiederum unter einer Decke stecken mit Leuten, die dann Kindern, die aus den Familien genommen worden sind, dann nicht nur, dass sie nicht nur verwendet werden zum Profit der Heimbetreiber, sondern dass man ihnen eben auch diese schlimmen Dinge antut. Das muss ja Ja. nicht sein, dass sich diese Kreise überlappen. Nee. Es gibt einen Tatort, der heißt Abschaum. Noch zu sehen. Tatort, Abschaum. Da wird zum Beispiel diese rituelle Sache sehr, sehr, sehr realistisch dargestellt. Auch welche Kreise da drin sind und wie die arbeiten. Und dann gibt es noch einen Bericht, das ist ein authentischer Bericht von einer Frau, die mehrere Persönlichkeiten in sich hat, die ist nämlich ja, Opfer von rituellem Missbrauch gewesen. Das heißt Höllenleben. Ich weiß nicht, ob ihr das Den kennt. kenne ich. Ja, den Ja. habe ich gesehen von Guido Granti-Reportage, damals Richtig. sogar im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Unglaublich, ne? Was die Frau erzählt da und ja.
Ich kenne Ich. jemanden, der die Frau persönlich kennt und Ja. ist definitiv alles so, ja. Die. Ich denke, da ist noch irgendwo, da scheint mir eine gewisse Lücke noch zu sein. Aber was diese Frau von Balmburg erzählt hat, ist, dass eben für Menschenopferrituale zum Teil eben auch Kinder genommen wurden, wo es dann so, die man eben auch aus Heimen genommen hat, unter einem falschen Ja. Vorwand. Und die Frage ist natürlich, ist das punktuell oder ist es sind Kinder, die in Heimen sind, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gefährdet, da Opfer zu werden, als Kinder, die in der Familie sind? Auf alle Fälle, natürlich gibt es so etwas in Familien auch. Und das hat diese Diskussionsrunde nach Operation Zucker auch gesagt. In Familien jetzt nicht hier Hartz-IV-Familien, wo man sagt, hier, die können für ihre Kinder nicht sorgen, sondern in Familien kommt das vor, wirklich die der absolut obersten Schicht angehören, ja. Ne, und in Heim natürlich, jetzt nur noch mal auf das, den Fall Möbius, den zitiere ich immer gerne, weil ich da ja auch wirklich drin bin. Die Pia, die Schwester von den Delphia, die ist im Heim beim Duschen und Toilettengang von Männern begrapscht worden. Delph ist immer zum Richter gegangen und hat das dem Richter erzählt, weil er hat immer schön die Schule geschwänzt, ja, aus Trotz, weil er seinen Papa nicht sehen durfte und es hat dann immer den Richter besucht und hat ihm das erzählt, dass seine Schwester im Heim von Männern beim Toilettengang und Duschen begrapscht wird. Der Richter hat ganz klasse reagiert. Ganz klasse hat er reagiert. Der hat dann gesagt, Dave, wenn du damit nicht aufhörst, kommst du in die Psychiatrie und bekommst deinen Papa gar nicht mehr zu sehen. Da fragt man sich wirklich nach der Motivation des Richters. Und das ist das, was der Dave hat das ja wiederum ausgesagt, was der Richter ihm gesagt hat. Ja. Und das hat er mir jeden Abend erzählt und immer wieder. Weil er, ich habe das Gefühl gehabt, er hat das so verarbeitet, ja? Weil er da immer wieder drüber geredet hat. Das kam immer wieder bei ihm, also musste er immer wieder drüber reden. Und wenn man viel drüber redet, dann geht ja auch ein Thema irgendwie in Heilung, ne? Vor allem, wenn so Vertrauenspersonen, an die Ja. man sich wendet, wenn gerade die ganz entgegengesetzt dem handeln, was man von ihnen erwarten kann. Ja. Der Richter es hätte ja sein können, dass der Richter Dave nicht geglaubt hat, aber dann hätte er konkretere Fragen, meine ich, Eben, dann eben. Oder schlimmer stellen ist, müssen, sagt, um das zu hinterfragen, ob der Dave sich wirklich so sicher ist. eben. Und deswegen muss man davon ausgehen, wenn ein Richter so reagiert, dass er genau weiß, was da abgeht. Und dem Vormund hat er es ja auch gesagt, seinem Vormund. Und die haben alle sich nicht drum gekümmert, was da im Heim passiert ist. Keiner. Und im Gegenteil. Also normalerweise, wenn das Erwachsene wären und einer sagt was, dann würde man doch das Normalste der Welt sein, die Pia auch zu fragen und zu gucken, ob die Geschichten, die beiden Kinder erzählen, was da passiert sei, übereinstimmen, ob das Ja, zusammenpasst. natürlich. Aber sowas passiert nicht. Es ist nur das eine Unglaubliche passiert. Pia, die musste in psychologischer Behandlung, weil sie im Bettkasten uriniert hat und nicht duschen wollte. Musste sie zum Psychologen hin. Warum hat das Mädchen im Bettkasten uriniert? Weil sie da ihre Ruhe hatte und nicht von Männern begrapscht wurde und duschen wollte das Mädchen nicht, weil es ihr unangenehm war, dass da immer Männer dabei waren und sie begrapscht haben. Ja. Aber dem wird nicht da im Heim nach der Ursache gesucht, sondern so ein Mädchen muss dann zum Psychologen hin. Und wie das Gutachten ausgefallen ist und so, das weiß ich nicht und das weiß der Vater, glaube ich, auch nicht und der Anwalt auch nicht, weil man ja auch die Akten zurückhält von seitens des Jugendamtes. Man lässt ja in diesem Familien, in dieser Familienschicksal den Anwalt nicht mal Akteneinsicht. Also, was mir da auffällt, ist, ich habe es mir heute das SGB 8 angeschaut. Ich habe das so verstanden, wenn da jemand, und sei es vorübergehend, aus der Familie rauskommt, dann soll den Wünschen der Betroffenen, es steht, glaube ich, als Sollvorschrift, nicht als Mussvorschrift drin, soll den Wünschen der Betroffenen halt entsprochen werden, es sei denn, es ist irgendwie nicht zumutbar, wenn das jetzt mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre. Also, was weiß ich, wenn das ein besonders luxuriöses Heim ist oder das Heim ganz weit weg ist oder was weiß ich, was da die Kriterien sind. Aber da müsste man doch zumindest, wenn das Kind dann wenigstens, müsste man dem Kind doch mindestens den Wunsch erfüllen, in ein anderes Heim zu kommen, wenn das Kind in einem Heim nicht sicher ist. Das müsste doch das Mindeste sein.
Ja, die Sache ist ja auch so, Pia, die hat ja einen Fluchtversuch unternommen, ist abgehauen, weil sie die Zustände im Heim nicht mehr ausgehalten hat. Man hat Pia leider am selben Tag wieder aufgegriffen. Dann ist das Schlimme passiert, man hat dann auch noch die Geschwister getrennt. Ja, Pia ist in eine Pflegefamilie gekommen, Dave ist im Heim geblieben. Und laut Dave soll es ihr in der Pflegefamilie dort auch ganz schlecht ergangen. Die sollen auch ganz schlimm mit ihr umgegangen sein. Also das ist die Aussage von Dave gewesen. Also wenn Kinder sich wehren und weigern oder etwas publik machen und nach außen bringen, werden sie noch bestraft dafür, dass sie den Mund aufmachen. Im Heim wurde Dave ja bestraft mit Essensentzug, mit Taschengeldentzug. Er hat kein Geld für Hygienemittel bekommen. Er hat kein Geld bekommen, für Kleidung. Er wurde Was ja mir. nur bestraft, immer härter bestraft, wenn er nur nach seinem Papa brachte, ja. Also, das scheint ja wirklich, das scheint ja hier dann zweierlei Maß zu sein. Der eine Fall, wo, Moment, oder war das die gleiche Familie, wo der Onkel beschuldigt wurde, er habe ein Das ist die Mädchen gleiche Familie. angegrapscht? Die gleiche Familie. Und wo der Onkel beschuldigt wird, er habe ein Mädchen angegrapscht und Ja. dann. Und dann deswegen verurteilt wird, und wenn im Heim etwas, wenn Kinder sagen, dass im Heim etwas Schlimmeres passiert, denn hier ist ja von Wiederholungen die Rede und von mehreren und Tätern und nicht nur Ja. von einem Täter. Das, was dem Onkel da vorgeworfen worden ist, ist ja, wie soll ich sagen, Kreiert worden ist nicht. das, was dem Onkel da vorgeworfen worden ist, hört sich ja von der Intensität her nicht so gravierend an, wie dass es mehrere Täter sind und dass es wiederholt passiert ist. Da müsste man doch umso mehr eingreifen, vor allem in einer noch schutzloseren Situation, wo das Mädchen viel weniger ausweichen kann. Eben, eben. Das ist unbegreiflich, dieses zweierlei Maß. Ist mehr als unbegreiflich ist das. Und ich habe da ja mit diesem Vater, mit dem ich dieses vierteilige Video gemacht habe, dessen Tochter in genommen wurde, die ist in ein Heim im Vechta, ein Vorzeigeheim, wenn man sich die Homepage anguckt, da sagt man, boah, das ist eine Einrichtung, klasse Einrichtung. Aber wenn man sich mit Heimen so ein bisschen auskennt, wie gesagt, Clearingverfahren und Austausch mit Russland ist da drauf, also sind komische Sachen. Dann ist da auch so ein kleines Büchlein online drauf, Kinderrechte. Und wenn man sich das Büchlein durchliest, dann kriegt man Wut, weil ich weiß, dass in diesem Heim genau entgegengesetzt gehandelt wird. Da steht in diesem Büchlein zum Beispiel drin, dass die Kinder, die im Heim sind, natürlich Kontakt zu ihren alten Freunden haben dürfen und zu jeder Zeit zu ihrer Familie. Fakt ist, der Kontakt wird komplett abgebrochen. Die Kinder, die dürfen nicht mal in ihren Zimmer Bilder von ihren Familienangehörigen haben. Die müssen sie abnehmen. Also die präsentieren sich nach außen hin super toll und in Wirklichkeit ist es ganz anders, ja. Und die Kinder leiden unwahrscheinlich und das Mädchen auch, sie leidet unwahrscheinlich. In Artikel 42 Kinderrechtskonvention steht, dass die Eltern und die Kinder aufgeklärt werden müssen oder aufgeklärt werden sollen über die Rechte, die in der Kinderrechtskonvention stehen. Und da meine ich, müsste doch gerade in einem Heim, müssten doch es für alle Kinder auch ausliegen, dass sie sich durchlesen können, was ihre Rechte sind. Wie Ja. sonst, kann man das sonst bei vier Kindern, die im Heim sind, sicherstellen, dass sie ihre Rechte kennen und darauf hinweisen, wenn sie verletzt Ja, werden? die sollen ihre Rechte ja gar nicht kennen. Das wird nur immer nach außen dargestellt, dass es so ist. Wenn Und sie da. ihre Rechte Entschuldigung. kennen würden, dann wüssten sie, dass sie mit 14 Anspruch auf einen Anwalt haben und dass sie mit 16 entscheiden können, wo sie leben wollen. Bloß diese Information hält man von den Kindern ja geheim. In Artikel 8 der Kinderrechtskonvention steht, dass die Kinder ein Recht auf Schutz und, wo sie verletzt worden ist, Wiederherstellung ihrer Identität haben. Und da steht, da wird der Begriff Identität recht weit ausgelegt, in dem Sinne, dass damit auch gemeint ist, zu welcher Familie sie gehören. Also spätestens, wenn sie es ausdrücklich wissen wollen, stellt sich da für mich die Frage, ob da nicht menschenrechtliches Zwingen geboten ist, ihnen zu sagen, wer ihre Eltern sind, wer die Familie ist, aus der sie rausgenommen wurden, dass sie Ja. selber dann auch recherchieren können, ob sie die wiedersehen wollen. Ja, natürlich.
Und ich sag mal, auch wenn jetzt Kinder aus schlimmen Verhältnissen rausgenommen werden, gehen wir mal aus, dass da Kinder jetzt in der Familie geschlagen werden, weil die Eltern drogensüchtig, Alkoholiker sind. Leider kümmert man sich um diese Fälle ja nicht. Aber selbst wenn so ein Fall mal ist und ein Kind kommt in ein Heim, sollte man dem Kind trotzdem immer noch den Kontakt zu den Eltern ermöglichen, ja? Ja. Und nicht für eine komplette Zerstörung und Trennung sorgen. Und dann vielleicht bei solchen Eltern würde ich es angebracht finden am Anfang, dass der Umgang begleitet stattfindet. Und es ist ja sowieso die Frage, warum dürfen die Kinder alle ihre Eltern nur einmal im Monat für 1 bis 2 Stunden sehen und dann unter Begleitung? Entweder ist jemand von Heim dabei oder vom Jugendamt. Was haben sie zu verbergen? Das hört sich ja härter an. Oder vielleicht vergleichbar wie bei Strafgefangenen. Ja. Also, sie müssen sich ja wie Strafgefangene vorkommen, wenn das so reguliert Und ich ist. habe den Delf ja nun 3 Wochen hier gehabt. Und wir haben uns vom ersten Moment an gut verstanden, weil er auch eins dieser hochsensiblen Kinder ist. Zu diesen Kindern habe ich einen guten Draht. Und ich denke mal, die spüren auch auf irgendeiner Ebene, dass ich weiß, wer sie sind, wie sie ticken. Und ich kann mit diesen Kindern sehr gut umgehen, ja. Und er hat mir jeden Abend immer, habe ich gesagt, ich sage, Delf, war nie was. Ich sage, in deiner Familie, da hat der immer gesagt, nein, Angela. Mein Papa, der ist immer lieb gewesen, der hat alles für uns gemacht. Wir haben jeden Abend Spiele gespielt, am Wochenende haben wir Ausflüge gemacht, in den Ferien sind wir in Urlaub gefahren. Wir haben nur Spaß gehabt und es war schön. Und dann sagte er immer, dann kam das Jugendamt und die Polizei und hat alles zerstört. Und immer ganz traurig war er. Wurde er immer ganz traurig. Dann hat er immer so mit glänzenden Augen von seinem Papa erzählt, wie schön alles war, was sie erlebt haben. Und dann, ja, dann sank er so richtig in sich zusammen. Und dann kam das Jugendamt und die Polizei und hat alles zerstört. Und dann wurde er immer ganz, ganz traurig. Und hier bei mir war er sehr glücklich. Ein fröhliches Kind auch. Also ein sehr fröhlicher Junge war er auch. Und ja, weil ich ja auch nicht geschimpft habe. Ich weiß noch, den ersten Teil, ich hatte ihnen ja auch dafür gesorgt, dass er andere Kleidung kriegt und sowas. Da hatte er morgens geduscht und hatte dann Nutella gegessen, Nutella-Brötchen gegessen und hatte das T-Shirt mit Nutella eingeschmiert. Da kam der in der Küche gerannt, hatte Tränen in den Augen und zeigte nur auf den Fleck. Und zitterte ganz tüchtig. Ich sag, Dave, ich sag, was ist los? Ja, guck mal hier. Und hat Angst gehabt. Ich sag, geh nach oben. Ich sag, ess weiter. Ich sag, wenn du mit Essen fertig bist, gehst du nach oben, ziehst dir ein frisches T-Shirt an und gut ist. Ich sag, hier bei mir musst du keine Angst haben, wenn sowas passiert. Ja. Ja, das war ganz schlimm. Der hat richtig so die Augen in Panik groß und er zitterte richtig, als wenn er gedacht hat, ach, jetzt hast du ein frisches T-Shirt an, neues frisches T-Shirt und das hast du jetzt eingekleckert, jetzt gibt es aber ordentlich Ärger. Das war schlimm. Das war ganz, ganz schrecklich, war das, ja. Oder wenn er sich was zu trinken eingeschenkt hat und da ist mal ein Tropfen daneben gegangen, dann zuckte er gleich zusammen. Da hat er wohl gedacht, ich knalle ihn eine oder so. Ne? Dann habe ich mal gesagt, Dave, guck, da liegt ein Tuch. Ich sage, wenn sowas passiert, ich sage, wegwischen und gut ist. Ich sage, so läuft das hier bei mir. Da hat Ganz schlimm, ganz schlimm. Ne? Und wie gesagt, in der 2. Woche fing es an, dass er diese Ängste eben nicht mehr hatte und auch nicht mehr sich unterm Wohnzimmertisch verkrochen hat, wenn ein Auto vor der Tür hielt. Ja, der hat sich hier bei mir unterm Wohnzimmertisch verkrochen, wenn ein Auto gehalten hat. Und er wurde immer fröhlicher und glücklicher. Und ja, auch die Anspannung so aus seinen Gesichtszügen, das entspannte sich alles. Ja, und nun, auch 2 Hunde, die haben ihn sehr gut getan. Da hat er sich sehr gut mit verstanden. Ja. Und gerade Tiere sind ja für Kinder auch sehr gut. Das sind ja die besten Therapeuten, sage ich mal. Ja. jetzt ist er wieder abgeholt worden Ja. Leider. nach etlichen Seit 7 Monaten. Monaten wissen wir, ja nicht mal, ob der Junge lebt. Ja. Es gibt kein Lebenszeichen von dem Junge. Nicht mal der Anwalt bekommt da Auskunft, gar nichts. Ist da noch. Was wollte ich sagen? Ich habe noch was in der Kinderrechtskonvention gefunden. Da gibt es ja auch ein universelles Menschenrecht, Kinder vor Schäden zu schützen. Artikel 19. Das scheint aber in beide Richtungen zu gehen. Sowohl, dass die Familie nicht schädigt, als auch, dass die Institutionen nicht schädigen. Und es scheint vor allem darauf gerichtet zu sein, Kinder vor körperlicher und psychischer Gewalt zu schützen.
Und das habe ich getan. Also diese Kinderrechtskonvention ist echt eine Fundgrube. Und ich finde Ja. das, dieser allgemeine Kommentar aus dem Jahr 2013, der auf das beste Interesse des Kindes Bezug nimmt und vorschlägt, das so auszulegen, zumindest schwerpunktmäßig, eben nach den Rechten, die der Kinderrechtskonvention stehen. Und wo es natürlich auch darum geht, dass zumindest der gewichtigste einzelne Punkt sein sollte, was das Kind selber sagt, was es will. Eben. Und er Also, hat immer wieder gesagt, er will zu Papa, mit Papa und Pia zusammenleben. Da war er glücklich. Ja. ja. Ich habe noch was gefunden von wegen Akteneinsicht. Da gibt es bei der EU-Grundrechtecharta ein Recht auf gute Verwaltung, wo Anhörung, Akteneinsicht und Begründungspflicht bei Verwaltungsakten vorgesehen ist. Da frage ich mich, hast du das, möglicherweise ist da eine Kollision mit der EU-Grundrechtecharta, auch wenn da bei wesentlichen Dingen keine Akteneinsicht gewährt wird. Ich weiß nicht, welche Ausnahmen man da definieren darf. Nee, also der Anwalt, wie gesagt, der hat bisher nicht die Akteneinsicht da bekommen in diesem Bereich, obwohl er sagte, sie müssten es eigentlich, aber sie machen es nicht. Und sie halten alle zusammen, ob es Jugendamt ist. Im Gegenteil, die Staatsanwaltschaft, die hat sogar gesagt, sie möchten Delf mal sprechen. Und das Jugendamt hat gesagt, nein. Staatsanwaltschaft, in welchem Zusammenhang? Sie wollten Delf angeblich mal anhören, wurde gesagt, was Delf möchte. Und da hat Das das Jugendamt gesagt, nein, sie wollen das nicht. Unglaublich, aber so ist es. Und ich ist meine, wenn der Anwalt der Familie wird es auch nicht darauf einlassen, der würde, wenn, auch bei dem Gespräch dabei sein wollen. Weil gerade in diesem Fall, da sind so viele Dinge passiert, wo gelogen wurde, da ist das Vertrauen natürlich auch in diesen Leuten gegenüber natürlich hin, das ist ganz klar. Na, aber das Jugendamt sagt nein und deswegen muss man davon ausgehen und ich bin mir da sicher, gerade im Fall Möbius, da ist von Anfang an sehr viel schief gelaufen und ich denke mal, man hat den Vater auch unterschätzt, weil der Matthias Möbius, da meinen viele, er ist ein Blöder, er ist ein Dummer, ja, weil er sich im Wort und Schrift überhaupt nicht ausdrücken kann, ja. Aber das ist kein Dummer. Aber es ist so die Schubladendenken, ja. Wenn ein Mensch in Rechtschreibung da ein paar also Fehler macht und das nicht gut kann, dann sind die Menschen halt doof. Aber ich glaube mal, in diesem Fall Möbius, da haben die sich ganz gewaltig getäuscht. Der lässt sich nichts gefallen. Und der Fall, da sind wir auch dran, dass der aufgeklärt wird. Und mit allen Mitteln und Wegen sind wir da dran. Und da unterstütze ich die Familie auch, auf alle Fälle. In dem Interview gegenüber BewusstTV hast du eine Aktion Kindeswohl erwähnt. Worum geht es da? Die Aktion Kindeswohl habe ich ins Leben gerufen für Dave, weil als man Dave hier rausholte, habe ich ihm versprochen, dass ich alles tun werde, dass er dahin kommt, wo er hin möchte, zu seinem Vater. Und ich habe gesagt, als sie ihn hier rausgeholt haben, habe ich gesagt, Dave, ich sage, was hier jetzt passiert, ist ganz, ganz schlimm und fühlt sich ganz schlimm für dich an. Aber ich sage, danach wird für dich alles gut werden und davon bin ich auch überzeugt. Und ich habe ihm versprochen, dass ich seine Thematik so lange oben halten werde, bis er wieder da ist, wo er hin will, zu seinem Vater. Und deswegen ist die Aktion Kindeswohl entstanden. Da habe ich immer über Dave berichtet, was ich mit ihm erlebt habe und auch Informationen von Matthias, was alles passiert ist. Also so jede Woche immer geschrieben. Und mit dieser Aktion habe ich dann noch etwas Wunderbares erreicht, dass ganz viele Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Und ich konnte bisher schon ganz viele Familien helfen und warnen, dass sie frühzeitig Signale erkennen, wenn das Jugendamt auf ihre Kinder zugreifen will. Und dann eben denen auch entsprechend die Anwälte vermittelt, die dann gleich mit dazwischen gehauen haben. Ja. Also, Nämlich das ist. dass sie direkt sehen, die Familie hat einen Anwalt und der ist wachsam. Ja. Ja, also wenn man merkt, dass es im Kindergarten und Schule losgeht, dass es das Kind hat ADHS, ja. Oder dass man der Familie unterstellt, das Kind kommt mit dreckiger Kleidung zur Schule, obwohl das gar nicht stimmt. Solche Dinge passieren ja. Das wird den Müttern ja unterstellt, obwohl das gar nicht stimmt. Das behaupten dann Lehrer einfach, ja. Oder das Kind hat kein Frühstücksbrot mit zur Schule.
Das ist doch, wenn das Kind sonst gut genährt ist, wenn das Kind dann lieber zu Hause reichhaltig frühstückt und dann zu Hause reichhaltig isst und kein Frühstücksbrot essen will, Ja. gibt es Oder doch das Kind auch. fehlt oft in der Schule, was gar nicht stimmt. All solche Dinge. Es werden Dinge behauptet, die definitiv nicht stimmen. Und wenn solche Dinge anfangen, dann ist immer ganz großes Alarmsignal. Ganz großes Alarmsignal. Wenn ich das SGB VIII richtig verstanden habe, gibt es aber auch Anknüpfungspunkte, wenn Kinder nicht zur Schule gehen, dass das dann mitgeteilt wird und dass das Jugendamt sich da vielleicht auch einschaltet. Aber da gibt es ja auch mildere Maßnahmen, da Ja, Druck zu machen. natürlich. Wenn ein Kind nicht zur Schule will, dann muss man mal gucken, woanders liegt. Das ist kein Grund, ein Kind aus der Familie zu nehmen. Da muss man mal gucken, wo ist das Problem? Ist es die falsche Schule? Ist das Kind auf einer anderen Schule besser aufgehoben? Aber hier im Fall Tobias Kuchatsch zum Beispiel, der Junge ist aus der Familie genommen worden, weil er in der Schule gemobbt wurde und nicht mehr zur Schule wollte. Die Mutter hat sich freiwillig ans Jugendamt gewandt und wollte Hilfe haben. Sie hat keine Hilfe bekommen. Stattdessen holt man ihr das Kind brutal aus dem Haus, ja. Das ist unglaublich. Also ich habe auch eine Tochter, die ist erwachsen und ich kenne das Thema Schulprobleme. Meine Tochter, die hat sehr viel Schule geschwänzt und hat sich nie in der Schule wohlgefühlt, ja. Was ich nicht verstehe, ich denke mal, ich hätte jetzt vermutet, wenn, was weiß ich, ein Kind von anderen Kindern, sag mal, beleidigt wird oder verprügelt wird oder übel nachgeredet wird, dass dann man eher mit den Eltern der Kinder, die da dem Opfer schaden, mal redet, ob die ihre Kinder nicht besser beaufsichtigen sollten, damit sie gegenüber ihren bestimmten Mitschülern nicht mehr so übergriffig sind. Eben, Das wäre eben. doch normal. Und dann normalerweise würde sich das dann nach einer gewissen Zeit normalerweise wieder im Wohlgefallen auflösen, weil die Kinder, Eltern dann ihren Kindern Druck machen würden, dass sie sich sozial verhalten. Das wäre doch, Ja. so müsste das doch eigentlich laufen. Ja, oder wenn in der Familie wirklich massive Probleme sind, dann muss es irgendwie Stellen geben, wo die Familien wirklich Hilfe beanspruchen können, ohne Angst haben zu müssen, dass man ihnen die Kinder nimmt. Oftmals ist es ja auch, wenn mit Kindern Probleme sind, dass außenstehende Menschen mit dem Kind besser reden können wie die eigenen Eltern. Dass das Kind sich diesen Menschen ganz anders öffnen mag als den eigenen Eltern, aus welchem Grund auch immer. Das sind manchmal Kleinigkeiten, wo man ansetzen kann. Und da muss irgendwie eine Stelle geben, wo die Eltern wirklich ohne Angst sagen können, ich habe hier ein Problem mit meinem Kind, mein Kind will nicht zur Schule oder hier oder da ist ein Problem. Aber das mag, im Gegenteil, man muss die Eltern warnen, um Gottes Willen zum Jugendamt zu gehen, wenn ein Problem ist. Was mir noch eingefallen ist zu dem Thema Beweislast, da würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ich verstehe das so, dass das, ich meine, wir haben ein unantastbares Strukturprinzip, Rechtsstaatlichkeit, steht ja in Artikel 1 und Artikel 20 und beide Artikel sind unantastbar nach der Ewigkeitsgarantie. Und zur Rechtsstaatlichkeit gehören ja auch Dinge wie Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Also das ergibt sich jetzt aus der Rechtsprechung, das ist ja nicht ein Wortlaut des Grundgesetzes. Und ich habe das immer so verstanden, dass ja im Sinne von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit und dass es auch irgendwo verhältnismäßig sein muss, wenn man die Beweislast auferlegt. Und in dem Zusammenhang meine ich, dass es meistens so ist, dass Leute, die normalerweise die Beweislast haben, die beweisen können, dass es etwas gibt. Es ist nämlich unheimlich schwer zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Also so zum Beispiel, was weiß ich, beim Finanzamt zum Beispiel, das Finanzamt muss beweisen, dass es Einnahmen gibt. Und Steuerpflichtige muss beweisen, dass es Ausgaben gibt, also zumindest grundsätzlich. Und es ist schwer zu beweisen, dass es keine Probleme gibt. Eher kann man beweisen, dass Probleme vorhanden sind. Das ist ja fast ein Ding der Möglichkeit, sondern die Eltern können ja nicht rundum das ganze Familienleben auf Video festhalten. Also wie Nein, sollen die und selbst beweisen, dass wenn es Kinder. Dinge nicht gibt? Und es ist ja auch normal, dass in der Familie mal Probleme sind, wo es immer nur eitel Sonnenschein. Und das stärkt ja auch Kinder. Kinder müssen ja auch die Erfahrung machen, dass das nicht immer alles so glatt läuft, sondern dass hier und da mal ein Problem ist. Wie sollen sie sonst später im Leben zurechtkommen? Und dann liegt es ja daran, wie man löst man ein Problem in der Familie. Und in der Familie kann man Probleme, wenn ein guter Zusammenhalt ist, immer sehr gut lösen, wenn alle zusammenhalten.
Nicht immer. Es gibt bestimmt Familien, die es nicht alleine können und die dann vielleicht Hilfe und Unterstützung brauchen. Aber dann sollen diese Familien auch eine Möglichkeit haben, dass es da Unterstützung gibt, die sie ohne Angst in Anspruch nehmen können, ohne dass gleich jemand kommt und sagt, ihr seid nicht erziehungsfähig. Gibt es da eigentlich auch Selbsthilfegruppen für Eltern, die überzeugt sind, dass man ihnen die Kinder zu Unrecht genommen hat? Wurde versucht, aber es kommt nicht wirklich was zustande, weil die Eltern, die vom Kinderklau betroffen sind, die sind meistens fix und fertig. Dann gibt es Selbsthilfegruppen wie Väternotruf, wo dann aber auch die Leute schnell hinterkommen, dass das das System ist. Kinderschutzbund kann man auch nur von abraten. Haben auch schon ganz viele Eltern Probleme mitbekommen. Ja, es gibt viele Organisationen und Anlaufstellen, aber wenn man mal dahinter guckt, ist es am Ende wieder das System und sie arbeiten für ein Jugendamt, ja. Oder wenn man immer guckt, wenn zum Beispiel ein ehemaliger Polizeioberkommissar da Vorstand ist und all solche Sachen, dann weiß man, in welcher Richtung das Ganze läuft. Also diese ganzen Vereine und so mit größter Vorsicht zu genießen. Also am besten die Eltern untereinander tun sich zusammen, ne, und sämtliche Vereine und Organisationen. Also da, ich will auch nirgendwo rein und will ich nichts mit zu tun haben. Absolut nicht. Ja, ich könnte mir vor allem vorstellen, dass dann möglichst nicht Leute in leitenden Positionen sein sollten, die gleichzeitig auch in Institutionen sind oder vielleicht auch in Vereinen, die selber auch Betreuung, die selber auch mit in Heimen vielleicht mitarbeiten oder Richtig. Das mithelfen, kann man aber nicht kontrollieren. Pflegefamilien organisieren. Kann man schlecht kontrollieren. Manchmal ist es die Schwägerin denn, die da im Heim, das kommt man denn manchmal durch so gewisse Zufälle hinter, wie die Verstrickung sind, ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Gibt es denn Erkenntnisse, warum beim Jugendamt da die Aufsicht fehlt? Ich habe da im Interview mit Entschuldigung, Bewusst TV den Anwalt Herrn Maschuschik so verstanden, dass da die Fachaufsicht fehlt. Fachaufsicht heißt ja, wenn die Leute fachliche Mängel haben, die Vorschriften richtig anzuwenden. Und es gibt ja auch noch eine Dienstaufsicht, wenn sie persönlich menschlich falsch machen, zum Beispiel gegen Korruption oder Ja. in ähnliche Dinge. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die Fachaufsicht nicht, die Dienstaufsicht aber schon, oder ist das jetzt in Polen ein und dasselbe Wort, weil das da nicht so getrennt ist wie in Deutschland? In Polen gibt es ja Jugendamt gar nicht, ja. Seit 1945 sogar schon nicht mehr. Da gibt es ja gar kein Jugendamt. Und gibt es irgendwie Gründe, dass die Fachaufsicht fehlt? Die kann man sich nur denken, denke ich mal. Und ob die Fachaufsicht wirklich fehlt, ja, es gibt offiziell, sage ich mal, keine Fachaufsicht. Ne? Ich denke mal, irgendeiner muss ja da sein, der den Mitarbeitern sagt, so und so viele Kinder und welche Kinder rausgenommen werden aus den Familien. Ne? Und das kann man nur vermuten. Eigentlich müsste da ja irgendwo Ministerium drüber sein oder Spitze der Stadtverwaltung, die Richtig, richtig. da Politik. irgendwo drüber schaut. Die höchsten Kreise und es nimmt ja auch keine Partei wirklich auf. Im Gegenteil, die Leute, die sich an Politiker wenden, haben am Ende noch mehr Schwierigkeiten. Kleine Parteien, die geben oft vor, ja, wir nehmen uns dieser Thematik an, aber dann geht erst richtig das Drama in den Familien oftmals los, ja. Ich seh da ein Problem von der Aufgabe einer Partei her. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man engagiert sich in einer Partei, dann möchte man die Partei voranbringen, dass die Partei in Gremien gewählt wird, dass die Gesetze machen, verbessern können oder die Durchsetzung von Gesetzen verbessern können. Man möchte ja in erster Linie gewählt werden, man möchte Themen voranbringen, dass die bekannter werden. Aber ich stelle es mir so vor, dass Politiker oft, weil sie ja auch für die Parteiverantwortung haben, nicht so engagiert sind, auch wenn es jetzt hart klingt, für Einzelfälle, sondern lieber das System verbessern wollen, das System reparieren wollen. Und deswegen
Sind die vielleicht besser eine Anlaufstelle, wenn man konkret sagt, also dieser Paragraph geht gar nicht, der muss so und so umformuliert werden. Hier ist meine Petition, Partei, unterstützt das mal bitte. Ich glaube, dass die da zuverlässiger sind, als wenn es darum geht, konkreten Menschen zu helfen. Ja, die sehen ja am ersten auch ihre Vorteile. Und ich will jetzt mal sagen, vielleicht eine kleine Partei, die gerade neu gegründet ist, hat vielleicht wirklich Interesse. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Aber ich denke mal, sie werden sehr schnell zurückgepfiffen. Und es das heißt, entweder ihr, ne, hier, wir sind euer Brötchengeber, entweder ihr singt hier unser Lied oder, ne, Leute, eure Karriere, das könnt ihr vergessen dann, ja? Da gibt es ja Möglichkeiten. Das kann es natürlich auch sein. Ich vermute es eher, dass viele Leute gerade in den Parteien, wo die Leute halt noch nicht ihren Lebensunterhalt von der Tätigkeit in den Parlamenten bestreiten können, sondern vieles ehrenamtlich machen, dass sie gucken müssen, wie sie Zeit investieren und dann nicht so viel einzelnen Menschen helfen können, sondern einfach sehen müssen, dass sie die Partei voranbringen, mehr Leute gewinnen, mehr Wähler in die Parlamente kommen und dass sie die falsche Anlaufstelle sind, wenn es darum geht, einzelnen Menschen zu helfen, aber eine gute Anlaufstelle sind, wenn es darum geht, zu sagen, wir haben uns die Mängel genau angeguckt, das und das im Gesetz geht nicht, da sind die Lücken im Gesetzesvollzug, hier ist unsere Massenpetition und wir gehen jetzt auf eine ganze Menge Parteien zu und gucken, wer es unterstützt. Ich glaube, kann man eher auf die zählen. Ja, aber auch also Politiker, die schalten sich da also gar nicht ein. Absolut nicht. Auch wenn die Leute größere Parteien anschreiben oder ja auch die Massenmedien, ja. Es ist alles ein und derselbe Topf. Allein der Fall Kuchatsch, Tobias, der letzte Fall, wie ist der in Sat.1 Frühstücksfernsehen verrissen worden, der Fall, ja? Sie schaden den Familien dann sogar noch. Nicht, da ist schon genug Drama passiert und anstatt den Menschen zu helfen, machen die meisten Massenmedien das auch mit. Klar gibt es mittlerweile auch schon mal kritische Berichte, aber wirklich mit der Wahrheit rücken sie dann auch nicht raus, ne? Es muss eine große Vernetzung sein und deswegen denke ich mal, werden auch die Leute, die den Mund aufmachen, derartig ja, schikaniert. Also ich werde auch, ja, ne, das ist nicht einfach, den Mund aufzumachen. Ich mache es aber weiter, weil ich verbreite die Wahrheit und es muss an die Öffentlichkeit. Ja, ich weiß zum Beispiel, Matthias Möbius. Der hat sich freiwillig einen Betreuer genommen, weil er in Wort und Schrift nicht gut ist, dass er jemanden hat, der seine Papiere zuverlässig macht. Ne? Jetzt sind wir da auch hintergekommen, dass der Betreuer das nun gar nicht gut gemacht hat. Ja, im Gegenteil, dieser Mann versucht alles, dass Matthias wieder, Matthias Möbius hat den Anwalt Matuschek, Markus Matuschek, und der ist wirklich ein Anwalt, ich sag mal, absolut aus meiner persönlichen Sicht lobenswert. Er ist Mensch, ja, und er sieht wirklich seinen Mandanten und holt für den das Bestmögliche raus und wird auch niemals irgendwelche Sachen anstreben, wo er im Vorfeld weiß, es bringt nichts, ja. Und sein Betreuer, der bedrängt ihn ohne Ende, dass er doch von dem Anwalt weg soll und sich wieder einen Anwalt aus der Region nehmen soll. Und bloß er hatte ja vorher einen Anwalt aus der Region und der Mann hat nichts gemacht. Der hat ihn im Gegenteil voll gegen die Wand gefahren, ja. Und jetzt dieser Anwalt tritt natürlich ganz anders auf und da versucht man Matthias von diesem Anwalt wegzubekommen, ja. Und sagt, unglaublich ist das, ja. Weil Bin man ich. weiß, dass dieser Anwalt wirklich keine Ruhe geben wird und auch wirklich den ganzen Fall aufrollt. Und alles dran setzt, dass Matthias und die Kinder ihr Recht bekommen und dass das Verbrechen auch aufgedeckt wird, was hier passiert ist. Und das passt ihm natürlich nicht, ist ganz klar. Und ich denke mal, ein Betreuer, ja, der sitzt jetzt natürlich, sage ich mal, ganz flott in der Zwickmühle. Er hat früher immer schön mit dem Anwälten kooperiert und sie waren sich einig. Ja, und jetzt wird ihm auf einmal da ein Anwalt vorgesetzt, der richtig Gas gibt. Und das schmeckt ihm natürlich gar nicht, ne? Das ist ein sehr brisanter Fall. Ich sage mal, vielleicht, weil ich da diesen Fall von Anfang an begleite, jetzt seitdem eben Dave bei mir war und auch den Fall mit aufgeräumt hat und Akten, die ganzen Akten habe, die Matthias hat, die ganzen Vorgänge ja mir angeguckt habe und da auch viele Unstimmigkeiten entdeckt habe. Ne?
muss ich sagen, ist das für mich der Fall Möbius eines der brisantesten Fälle vom Kinderklau überhaupt. Weil da so viele Sachen dranhängen, ja. Ja, Da hat man ich natürlich Angst. Man hat große Angst, wenn das nämlich wirklich aufgedeckt wird, dann muss man das mal so deutlich sagen, werden sehr viele Menschen im Knast gehen, ja. Und halte da mich hat mit dem Wort Kinderklau zurück, weil das hört sich ja eben nach Straftat an und das umfasst immer einen objektiven, einen subjektiven Tatbestand. Ich gebe da gerne Raum. Ich kann natürlich auch nur sehen, das, was da zu dem Fall veröffentlicht ist. Ich habe selber mit den Leuten ja nicht gesprochen. aber ich habe Akteneinsicht, da ich kenne die ganzen Akten, also was die ganzen Vorgänge, alles schriftlich, das ist jetzt nicht nur vom Reden her. Und ich weiß, wie gearbeitet wird. Ich habe auch jetzt eine Akte zugespielt bekommen, wo ich Dinge gesagt haben soll bei der Herausnahme von Dave, die ich nie gesagt habe, ja. Also man lügt da ohne Ende von höchster Stelle, ja. Dann Und geht es das ja nur mit Tonbandaufnahme mit geht ja solchen nicht. Szenen. Ich durfte ja keinen Zeugen herholen, nichts. Man hat mich am Telefonieren gehen, mir wurde gleich das Telefon genommen. Ich war alleine mit den in Anführungsstrichen Kripo-Beamten, ja. Ne? Mir fällt Was ist normal? dazu. Welche sagen, es ist normal, dass da so gelogen wird und dass die das so rumdrehen. Das kennen die in anderen Fällen auch. Unglaublich, unglaublich, was da drin steht, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Ne? Da Und fällt jetzt mir. versteckt, hält man den Junge auch verdeckt, wenn man den Junge fragen würde, ja. Erzähl mal, wie das bei Angela gelaufen ist. Ich bin mir da sicher, der wird nur in höchsten Tönen von mir reden und nicht ein schlechtes Wort sagen. Da Und dann fällt wird mir. er auffliegen, ja. Da fällt mir ein, deine Arbeit könnte man ja auch als Menschenrechtsarbeit bezeichnen. Ja. Gibt es eine Resolution von der UNO-Vollversammlung zum Schutz der Menschenrechtler? Und diese, also Menschenrechtler, man muss man nicht dafür studiert haben. Man muss auch nicht alle Menschenrechtsverträge wörtlich auswendig kennen. Es geht aber nur um die Art der Arbeit. Das kann jemand sein, der sich für die Menschen konkret einsetzt. Kannst du auch sein, wenn du den Leuten Öffentlichkeit gibst. Das können auch Politiker sein, das können Journalisten sein, die sich einsetzen. Das kann man praktisch in jeder Funktion sein. Es kommt auf das an, was man da in dem Moment macht. Und diese Resolution von der UNO-Vollversammlung, die sagt, dass es keine Repressionen geben darf gegenüber Menschen dafür, dass sie Menschenrechtsarbeit machen. Also das, ich sag mal, das, wo da möglicherweise ein Willküranteil ist, was ungerechtfertigt an Druck ausgeübt wird. Für das kann man sich beschweren bei einem UNO-Sonderberichterstatter, der extra dafür da ist. Der untersteht dem Menschenrechtsrat, soweit ich mich entsinne, oder Hochkommissar für Menschenrechte. An den kann man schreiben. Aber alles, was man ihm schreibt und was er aufgreift, wird dann auch der Re Bundesregierung zur Kenntnis gebracht. Man muss natürlich dann in entsprechenden Ton und sachlich sich äußern, aber das kann einen erheblichen Schutz bedeuten. Und das könnte das könnte dann es könnte wirklich einen wichtigen Schutz bedeuten. Kann ich auch gerne zuschicken, den Link dazu, wo man sich da informieren kann. kannst du gerne mal machen. Ich kann mir vorstellen, dass du den Schutz gebrauchen kannst, aber die Aufgabe von dem Herrn Faust, den UNO-Sonderberichterstatter zum Schutz der Menschenrechte, ist eben das, was an ungerechtfertigten Druck ausgeübt wird. Also ich Irgendwo. muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst, überhaupt nicht, ja. Weil ich alles, was ich veröffentlicht habe und gesagt habe, der reinen Wahrheit entspricht. Da ist nicht ein Wort zugedichtet oder so, gar nicht. Im Gegenteil, bestimmt noch Sachen vergessen oder so. Weil alles merkt man sich ja auch nicht, ja. Und ich weiß, die Gerechtigkeit wird am Ende siegen. Und ich weiß, dass da draußen die höchsten Kreise mittlerweile ganz schöne Panik haben.
weil immer mehr Menschen auch aufstehen, weil sie können es nicht mehr als Einzelfall abtun. Ich mache ja jeden Mittwoch, sende ich ja auf Radio Bürgerstimme und ich bin immer bis oben hin voll mit Gesprächsteilnehmern und Menschen, die mir ihre Sachen erzählen, ja. Und es werden auch immer mehr dadurch ermutigt, sagen, ja, ich mache meinen Fall öffentlich, die jetzt meinetwegen 2, 3 Jahre ihre Kinder nicht haben, sich unter Druck setzen lassen, haben nicht an die Öffentlichkeit zu gehen und auch mal feststellen, wenn du mit dem Jugendamt kooperierst, brav bist, so handelst, wie sie es wollen, siehst du deine Kinder trotzdem nicht, ja, oder kriegst sie nicht wieder. Und es kommen immer mehr, fühlen sich ermutigt, und machen es jetzt öffentlich. Und ich denke mal, da werden einige schon ganz schön Panik haben. Deswegen, ja, also ich weiß, die Gerechtigkeit, es wird nicht einfach sein, da bin ich mir auch bewusst drüber, aber am Ende wird die Gerechtigkeit siegen und wir haben sehr viele Fakten und sie haben nur ihre Lügen, ja, und das ist das Problem. Noch eine Frage zu einem Konzept, was es in der Verwaltung gibt. Das macht man Personalrotation. Das macht man verschiedenen Teilen der Verwaltung. Einerseits, um die Einsatzbreite zu sichern. Die meisten heute haben ja meistens eine umfassende Ausbildung und sollen dann nicht lebenslänglich immer in der gleichen Abteilung sitzen. Und natürlich auch hat es natürlich daneben auch einen Präventionscharakter. Könnte das vielleicht eine Lösung für die Jugendämter sein? Nö, nö, aus meiner Sicht nicht. Das vergleiche ich mal mit Otto, dem Komiker. Wäschewechsel bei der Bundeswehr. Meier wechselt mit Lehmann, Müller mit Schröder. Also wenn jetzt die Leute, die vielleicht aus einer ganz anderen Abteilung kommen, dass da frischer Wind reinkommt und sie sagen, so, jetzt müssen wir das aber mal systematischer die Verhältnismäßigkeit durchsetzen. Nein, also ich habe zu Jugendamtsmitarbeitern Kontakt, ja, die freiwillig das Handtuch geworfen haben und gesagt haben, wir machen die Schweinerei nicht mit. Leider sind sie noch nicht bereit, in der Sendung zu sprechen, ja. Eine Frau arbeitet auch im Jugendamt, die macht aber ist für einen ganz anderen Bereich zuständig, nicht für den Kinderklau. Und eine Frau hat da ganz aufgehört, weil sie selbst auch ein Kind bekommen hat und hat gesagt, da will sie nie wieder zurück. Ja. Ich frage mich, ob Sie das wissen da sehr gut, vielleicht. was sie tun. Sie wissen sehr gut, was sie tun. Bloß es gibt Menschen, die sind abgebrüht, die sagen Augen zu, ich kriege mein Geld dafür. Ja. Eine Frau hat mir sogar zugetragen, dass ein Jugendamtsmitarbeiter pro Kind sogar eine Provision kassiert, die er wenn er ein Kind aus der Familie holt. Wie gesagt, das kann ich nicht beweisen. Das wurde mir erzählt von einer ehemaligen Jugendamtsmitarbeiterin. Und sie hat mir sogar erzählt, oftmals werden ja freitags gerne aus Familien genommen, weil die Eltern dann ja schon mal das Wochenende haben, wo sie nichts unternehmen können, ja. Das macht man gerne. Freitags ist immer so ein berühmter Kinderklautag, ja. Und die hat mir sogar erzählt, dass es teilweise so sarkastisch ist, dass sie sich darüber lustig machen und sagen, mal sehen, wie dusselig die gucken und was für ein Theater die machen, wenn wir da morgen früh mit der Polizei aufschlagen. Also richtig boshaftig und üble Sachen fallen da, ja. Und Danke. Karl Pirkes, den kann man vielleicht mal ansprechen, Cassandra Pirkes, die hat das ja auch aufgenommen, wie man ihre Tochter genommen hat und dann auch diese eiskalte, da die Jugendamtsmitarbeiterin da, die nur weil Cassandra auch eine sehr bewusste Frau ist, die darauf geachtet hat, dass ihr Kind nicht geimpft wird, auf gesunde Ernährung geachtet hat, ja, gesagt, die haben wortwörtlich da gesagt bei der Herausnahme, wir sehen, dass es Shirin hier gut geht. Sie nehmen ihr das Kind aufgrund ihrer Gesinnung, ihrer Weltanschauung. Es gibt mehrere Vorschriften im SGB 8, selbst wenn man das Kind aus der Familie nimmt, wo man auch mit den Eltern Kontakt bleibt, zumindest, dass das Kind zumindest in der religiösen Weltanschauung weiter so erzogen wird, wie die Eltern das wollen. Das scheint dem Geist des SGB 8, aber wenn das tatsächlich eben wirklich so gelaufen ist, zuwiderzulaufen. Ist online, kann man online hören, kann man heute noch online hören, die Worte. Also ich meine, auch Wie wenn da sieht nur es von noch aus? Religion steht, aber Weltanschauung müsste doch dann, wenn man das nach Sinn und Zweck auslegt, vielleicht genauso geschützt sein wie das Erziehungsrecht zur Religion. Ja. Das. Unglaublich, die Worte sind gefasst, kann man heute noch hören. Ja. Gibt es denn Re
Entschuldigung. Nee, Gibt es regionale Besonderheiten? Also ich meine jetzt vielleicht, dass in einem Jugendamt, auch wenn eine Fachaufsicht extern vielleicht nicht so existiert, dass in einem Jugendamt es wirklich gut und vorbildlich läuft und woanders gar nicht so. Ist das irgendwie auffällig, dass nein, habe ich noch nicht gehört. Überall gleich. also in Jetzt hatte ich einen Anruf bekommen, da hat mir einer erzählt, in München, da ist das nicht so. Da konnte ich nur drüber lachen. In München habe ich gerade die Extremwelle, ja. Wenn ich mir anschaue, wo ich online was sehe, dass noch mal was in eine Zeitung gekommen ist und wo Leute mal ihren Hut nehmen mussten, dann scheint das aber dann schon in bestimmten Orten zu sein und von anderen Orten hört man gar nichts. In Bremen musste zum Beispiel der Jugendamtsleiter damals ja, sein Plätzchen, seinen Sessel räumen, sag ich mal, mit aufgrund dieser Kevin-Geschichte, die man da in der Tiefkühltruhe gefunden hatte, der Junge. Aber da hat das Jugendamt ja auch versagt, ja. Und diesen Fall, den nimmt man immer gerne wieder hoch und sagt, ja, das Kind ist in der Familie zu Tode gekommen. Ja, warum? Weil das Jugendamt geschnurrt hat. Nicht, dass in der Familie waren schlimme Verhältnisse, die Familie hätte Hilfe gebraucht. Bloß das Jugendamt hat sich nicht gekümmert. Gekümmert haben sie sich schon, indem dass sie ab und zu mal da zur Familie hingegangen sind und geklingelt haben. Aber dann haben die nicht aufgemacht. Dann sind sie wieder gegangen. Nicht, da wurde wirklich, die Nachbarn haben da massiv sich beschwert und haben gesagt, der Junge, der hat ewig blaue Flecken und der weint viel und dies und das ist. Da hat das Jugendamt nicht eingegriffen, bis das Kind eben tot war, ja. Und manchmal ist meine Vermutung sogar so, dass man manchmal solche drastischen Fälle braucht, um dann wieder in Obhutnahmen zu rechtfertigen. Es ist doch unglaublich, wenn beim Jugendamt immer das Telefon klingelt und es wird darauf hingewiesen, da ist Gewalt in der Familie, die Eltern sind drogensüchtig, dass das Jugendamt dann nichts unternimmt, außer dahin zu fahren und zu klingeln und die Tür, es macht keiner auf. Und das war's dann. Und bei anderen Familien, wo nichts ist, wo der Junge in der Schule gemobbt wird, von den Lehrern auch sogar gemobbt wird, da damit ein Polizeiaufgebot erscheint. Und wenn die Eltern nicht aufmachen, dann treten sie die Tür ein. Wenn man jetzt, es gibt ja in diesem Artikel 42 SGB 8, gibt es ja diese Allkompetenz, aber da können Kinder ja nur kurzfristig in Obhut genommen werden. Da muss es ja auch relativ bald überprüft werden. Ja. Und ja, spätestens da dürften ja dann auch Familiengerichte und auch Gutachter ins Spiel kommen. Wie ist das eigentlich mit Gutachtern, mit Qualifikation und mit Aufsicht? Der Richter bestimmt, welcher Gutachter das Gutachten erstellt. Das sagt, glaube ich, alles. Und das hat Herr Matuschek ja auch da bei BewusstTV deutlich gesagt, dass jeder Richter wohlgesonnene Gutachter hat, ja. Und so ist es. Und wenn die Eltern das nicht wissen, rennen die wirklich blind in der Gutachterfalle. Und ich fand das auch gut, dass Herr Matuschek da in der Sendung den Tipp gegeben hat, wenn man eine Kindeswohlgefährdung sieht oder den Eltern unterstellt oder mit komischen Dingen anfängt, wie ADHS in der Schule, dass die Eltern dann schon sich einen Psychologen selber suchen, ihres Vertrauens, und sich bestätigen lassen, dass das Kind kein ADHS hat und dass in der Familie alles in Ordnung ist. Das wäre schon mal der wichtige Schritt. Dann nimmt man den Jugendamt und den Richtern nämlich schon mal den Wind aus den Segeln, dass die da so ein gefälschtes Gutachten haben. Nämlich die Andrea Jakob ist ja auch eine Gutachterin. Und die wird ja, kriegt ja viele Gutachten von Familien zugeschickt, wo wirklich grausame Gutachten erstellt worden sind, die wirklich von ersten bis zum letzten Wort mit Lügen voll sind. Also, und die erstellt dann wirklich richtige Gutachten, ja. Die macht sich auch ein Bild von der Familie persönlich, was die wenigsten Gutachter ja machen, ja. Sind die nicht verpflichtet, die Familie? Ja, klar, normalerweise schon. Bei Matthias Möbius, der hat nie einen Gutachter gesehen, hinter seinem Rücken wurde ein Gutachten erstellt. Nun frage ich mich, wie ein Gutachter, wie könnte ich über dich ein Gutachten erstellen? Also selbst, ich stelle mir das so vor, selbst wenn jemand ein Grundstück begutachtet oder wenn jemand den Wert eines Autos begutachtet, dann fährt man hin und guckt sich das an und hier geht es um Menschen. Ja. Müssen doch eigentlich die Maßstäbe noch höher sein. Ja, nicht die Gutachter erstellen ein Gutachten über einen Menschen, den sie gar nicht persönlich kennen. Und wenn man sich die Gutachten anguckt von verschiedenen Menschen, da steht eigentlich immer das Gleiche drin, nicht nur die Namen und die Daten wurden ausgetauscht, ja. Wie kann man denn da Lügen
einbauen, theoretisch? Wo sind denn da Schwachstellen, wo man, wenn man das wollte, Lügen einbauen kann? Dass Verwahrlosung herrscht und dass die Kinder nicht zur Schule gegangen sind, mangelernährt wurden und dass die Eltern sich um die Kinder nicht kümmern. Jetzt im Fall Manfred Achilles, da wurde ein Gutachten erstellt über die Tochter. Da wurde gesagt, dass die Tochter angegeben hat, dass ihr Vater gewalttätig ist, sie unterdrückt und manipuliert und sie schlägt. Hat die Tochter nie gesagt, ja. Wenn man das sagt, dass die Tochter das gesagt habe, woher, wie kommt man an die Information? Wurde mit der Tochter gesprochen? Es wurde gesagt, es wurde mit der Tochter gesprochen, ja. Das kommt. Aber das kennen wir aus diversen Fällen, wenn man die Kinder denn irgendwann mal fragt oder Gelegenheit hat, dass die nie gefragt wurden, ja. Wenn da verschiedene Aussagen gegeneinander stehen, dann stelle ich mir vor, dass es auch für einen Richter, der es wirklich der sich die größte Mühe gibt oder für ein Gericht ziemlich schwierig ist. Ja. Also mir scheint es da eine mögliche Lösung zu sein, dass man für die Begutachtungsgespräche, dass man die auf Video aufnimmt, denn das scheint mir selbst wegen der Würde, selbst wenn es um die, wenn man die Würde der Kinder anführt, und scheint mir das aber der geringere Eingriff zu sein, als wenn man dann hinter vielleicht massenhaft Fälle hat, wo Aussage gegen Aussage steht, was Ich gesagt habe worden ist. einen ganz interessanten Fall von einer Mutter vor ein paar Wochen gehört. Die hatte auch einmal im Monat immer, der hat man auch das Kind genommen. Angeblich ist das Kind unregelmäßig zur Schule gegangen, was in diesem Fall absolut nicht der Fall war. Im Klassenbuch waren zwar diverse Fehltage eingetragen. Sie konnte dann nachweisen, dass sogar an diesem Tag Arbeiten geschrieben worden sind, die ihre Tochter auch mitgemacht hat. Wurde alles nicht anerkannt vor Gericht, die Beweise. Dann durfte sie ihre Tochter im Heim einmal im Monat für eine Stunde unter Bewachung besuchen. Dann wurde der Kontakt komplett zwischen Mutter und Tochter unterbrochen, wie es in vielen Familien ist. Der Mutter wurde gesagt, die Tochter will ihre Mutter nicht mehr sehen, weil sie sich im Heim wohlfühlt. Aber die Mutter war sehr, sehr klug. Die hat eine Freundin zur Schule geschickt und die hat das Mädchen abgefangen und hat dann gefragt, warum sie ihre Mama auch mal nicht mehr sehen will. Und da hat dieses Mädchen die Freundin mit ganz großen Augen angeguckt und hat gesagt, wieso? Mama ist doch ganz schwer krank und ist im Krankenhaus. Ich kann Mama erst wieder sehen, wenn sie wieder gesund ist. Aber die Mama war nicht krank und auch nicht im Krankenhaus. So wird gearbeitet. Und das ist mehr als unglaublich. Und auch hierbei war es eines der sogenannten Vorzeigeheime, ja, die eine sehr gute Internetpräsenz haben und ja wirklich nur das höchste Wohl eines Kindes im Auge haben und berücksichtigen die Wünsche der Kinder. Unglaublich. Und das ist kein Einzelfall. Es wird sogar teilweise, ein Fall habe ich sogar, da wurde dem Kind sogar gesagt, dass die Mutter verstorben ist. Ich Solche frage mich, ja hier in unserer Gesellschaft. ob man zur Verbesserung der Situation auch auf Landesebene ansetzen kann. Also an einigen Stellen sind im SGB 8 stehen da so Öffnungsklauseln, dass man auch auf Landesebene Dinge anders regeln kann. Aber mir scheint die fehlende Aufsicht scheint mir das größte Problem zu sein, viel, viel größer als mangelnde Vorgaben und Gummibegriffe im Gesetz. Mutige Menschen brauchen wir, die sich untereinander schützen und nicht Nachbarn, die hinter den Gardinen stehen und zugucken, wie Kinder gewaltsam aus dem Haus rausgerissen werden, ja, und sensationsdurstig sind. Da müssen wir uns selbst helfen und sagen. Und die Polizei macht es ja mit, ja, das kommt ja hinzu. Die wissen genau, ich kenne so viele Polizisten, die sagen, ja, wir wissen das. Aber was sollen wir machen? Sie hängen am Ende wieder an ihrem Geld und haben Angst, wenn sie aufstehen und es nicht machen, logisch, dann werden die ja auch ihren Posten los oder als psychisch krank dargestellt und müssen begutachtet werden. Mit denen wird dann ja auch. Ja? Also was mir einfällt, ist, Leute im öffentlichen Dienst, die können doch, ich meine, das wär überall so, auch remonstrieren. Also die können zumindest eine Stelle im öffentlichen Dienst, meine ich, höher gehen und also sie sagen ihrem unmittelbaren Vorgesetzten die Bedenken, und wenn der darauf nicht hört, könnte, glaube ich weiß eigentlich nicht, ob das überall so umgesetzt ist, noch einen Vorgesetzten weitergehen und dem die Bedenken sagen. Und wenn der aber dann auch sagt, das wird so gemacht, dann wird es so gemacht.
Und da frage ich mich, ob nicht davon mehr Gebrauch gemacht werden sollte, wenn man Bedenken hat, ob eine Maßnahme gerechtfertigt ist, ohne dass die dann damit irgendein ernsthaftes Risiko eingehen. Man sollte das natürlich jetzt nicht machen, wie soll ich sagen, ein politisches Zeichen zu setzen, sondern in den Fällen, wo man wirklich Bedenken hat. Also ich meine, so, wie soll ich sagen, ganz widerspruchslos muss man nicht alles hinnehmen. Also man ist doch normalerweise, denke ich, auch aber verpflichtet, die Vorgesetzten zu beraten, wenn man Bedenken hat, zu sagen, hier habe ich Bedenken, ist das wirklich richtig? Ich weiß nicht, das ist schon länger her, da war bei BewusstTV auch mal eine junge Polizistin. Ob du das gesehen hast, das ist schon bestimmt 2 Jahre her, denke ich, würde ich jetzt mal vom Gefühl her sagen. Und die hat das ja auch gesagt, die hat auch gewisse Sachen hinterfragt und hat ihren Vorgesetzten dann gefragt und der hat sie dann ja auch gleich in die Ecke psychisch gestört gestellt. Das ist ja das Problem. Das finde ich ja heftig. Bestimmt findet man das noch. Das ist eine junge Polizistin gewesen, weil die ist in ihrem Dienst immer mit dieser Sache Amtsausweis konfrontiert worden und hat dann immer gesagt, ja, was für Spinner beim ersten Mal. Denkt jeder Polizist beim ersten Mal, denkt er, es sind Spinner. Beim zweiten Mal auch noch. Aber wenn mir das jetzt immer wieder begegnet, dann denke ich doch irgendwann auch mal und sage, wenn so viele Menschen fragen, so viele Spinner auf mal kann es ja nicht geben. Und dann fangen die an zu recherchieren und stellen auf mal fest. Oder es war ja auch eine vom Zoll mal da mit einem Kriminalkommissar. Das war auch eine sehr interessante Sendung bei Joe Konrad, was die gesagt haben, wie die erkannt haben, überhaupt die vom Zoll, die Frau, die war, fand ich ganz klasse, wie die gesagt hat, wie geschockt sie war. Ja, weil sie ist da... Ja, im Bekanntenkreis haben Leute immer zu ihr gesagt, du bist keine Beamtin. Du bist keine Beamtin, hat sie immer häufiger zu hören gekriegt. Und irgendwann ist ihr das zu doof geworden, da hat sie sich am Computer hingesetzt und wollte den Leuten dann beweisen, dass sie Beamtin sind. Da wurde ihr ganz übel die Augen geöffnet. Und war diese Frau geschockt. Ich meine, ich glaube das, ja. Die war geschockt, dass sie auch da eine Sache macht, die sie, wo sie gar nicht zu berechtigt ist. Und so ist sie dahinter gekommen. Aber die hat dann auch irgendwie ihre Konsequenzen gezogen und übt diesen Job nicht mehr aus. Und so wäre ich auch. Wäre ich Polizistin, ja, und ich würde den Auftrag bekommen, da aus irgendeiner Familie ein Kind rauszuholen. Und beim ersten Mal wäre ich vielleicht naiv und würde denken, oh Gott, ja, da ist ein Kind in schlimmen Verhältnissen. Aber als Polizist, denke ich mal, hat man auch einen Blick, ob ein Kind wirklich aus schlimmen Verhältnissen kommt oder nicht. Ich würde das Handtuch werfen, ich würde meinen Job am Nagel hängen. Und das sage ich nicht nur so, ich habe auch meinen Job vor einigen Jahren am Nagel gehangen, weil da in der Firma Sachen passiert sind, wo ich gesagt habe, für so einen Scheißladen arbeite ich nicht mehr mit mir. Das ist nicht von mir geredet, also ich bin so ein Mensch, wenn ich merke, also, weil da auch massive Sachen vorgefallen sind. Ja? Nach 24,5 Jahren. Ich war 24,5 Jahren im Unternehmen, wohlgemerkt, ja. Ich war nicht nur 1 oder 2 Jahre da im Unternehmen. Das war auch ein mittelständisches Unternehmen, verkauft worden und dann ging die Schweinerei los, ja. Und da habe ich gesagt, nein, das machst du nicht mehr mit. Ich würd nur gerne schon beim Thema bleiben und... Aber ich meine, Mut, das will ich nur sagen. Polizisten, wenn die sich ausreden, man muss es machen, es ist der Job. Nein, sie müssen es nicht machen, sie haben Eigenverantwortung, ja? Also es gibt viele Beispiele, wo Leute remonstriert haben und dann auch Vorgesetzte haben überzeugen können. Natürlich, das Remonstrationsrecht geht nicht durch alle Instanzen. Mhm. Man sollte davon auch nicht im Sinne einer politischen Demonstration Gebrauch machen. Man hat unpolitisch zu sein im öffentlichen Dienst. Aber wenn man im konkreten Fall Bedenken hat, ist man eigentlich verpflichtet, das dem Vorgesetzten zu sagen. Mhm. Und wenn es in dem jeweiligen Zweig so ist, kann man, glaube ich, auch noch einen Vorgesetzten darüber fragen, seine Bedenken sagen. Aber da muss man auch gehorchen, ja. So ist das halt. Aber es ist schon ein gewisser Schutz für die Beschäftigten da, zumindest auch. Man weiß ja auch nicht, wie die ausgebildet werden. Ich denke mal, das warten die sich gleich. Die wissen genau, was sie dann zu hören bekommen. Ja, entweder, es ist ja in unserer Gesellschaft so, entweder sie funktionieren, sind brav, gehorchen, ja. Und wenn sie es nicht machen, dann werden sie selbst schikaniert und das ist die Angst bei den Menschen eben, ja.
Mut, es gehört Mut dazu, nicht? Das sage ich. Es gehört für jeden Polizisten, denke ich mal, Mut dazu, zu sagen, diese Schweinereien, nein, ich mache sie nicht mehr mit, nicht mehr mit mir. Ja? Man gibt viel auf alle Fälle, natürlich. Ja. Aber da muss man sich überlegen, funktioniere ich und nicht mein Geld und mache da Schweinereien oder bin ich wieder ich selber und sage, nein, das kann ich mit nicht verantworten, so weit gehe ich nicht. Und Ich das meine, muss als Mensch selbst. es gab auch schon kritische Urteile vom Bundesverfassungsgericht, aber noch kein so ganz, was so einen Durchbruch gebracht hätte, dass man es die Verhältnismäßigkeit in Bezug in Obhutnahme von Kindern durch Jugendamt damit den Durchbruch gehabt hätte, die Verhältnismäßigkeit durchzusetzen. Nein. Aber da gab es schon kritische Stimmen an einzelnen Urteilen. Ja. Aber dann auch nur, wenn da eine Familie zum Beispiel richtig Terror gemacht hat oder das Kind vielleicht aus dem Heim rausgeholt hat, entführt hat oder wieder. Da gibt es ja auch diverse Fälle, ja. Familien, die das gemacht haben, die ihre Kinder selbst wieder befreit haben. Dann sind die natürlich immer froh, die Richter, dass sie solche Fälle, wenn die dann auch noch an die Öffentlichkeit kommen. Der bekannteste Fall ist, glaube ich, Antonia. Ne? Darüber hat ja auch Bewusst TV berichtet. Ja, genau, ja, das ist der bekannteste Fall wohl, wo man sieht, die hat sich ja selbst befreit, ist abgehauen aus dem Heim, und die Familie, ja, hat dann zusammengehalten und dann sieht man, dann sind die Gerichte am Ende schon froh, wenn sie diesen Fall los sind, in der Hoffnung, dass der Fall dann auch einschläft und nicht mehr so an der Öffentlichkeit bleibt, ja. Es gehört in allen Sachen immer Mut dazu und wie gesagt, ich würde es definitiv nicht mitmachen. Könnte ich gar nicht. Also ich sage mal, was für eine psychische Belastung ist das auch für einen Jugendamtsmitarbeiter und für Polizisten, genau da in Familien reinzugehen, wohl wissend, ich tue da jetzt Unrecht und zerstöre da eine Familie, ich zerstöre ein Kind. Die Polizisten wissen es, mit denen ich spreche, dass in Heim schlimme Sachen passieren. Sie wissen von Missbrauch, sie wissen von Psychopharmaka, ja. Und das soll ich verantworten, nur weil ich dadurch meinen Vorteil bekomme und einmal im Monat die Hand aufhalten kann und das Geld einstecken kann. Ich glaube, das ist ein viel zu hoher Preis. Also. Und da muss man eben auch an die Menschlichkeit dieser einzelnen Menschen appellieren und hoffen, dass da immer mehr aufstehen und sagen, ja, wir machen es nicht. Eine Hoffnung. Das ist immer meine Hoffnung noch, weil ich möchte, bin kein Mensch, der jetzt, sag ich mal, mit einer Keule da unbedingt zwischenhauen möchte. Aber wir haben auch die Verpflichtung, sage ich mal, den Kindern gegenüber, dass wir da aufräumen und das öffentlich machen. Aber mein persönlicher Wunsch wäre, dass egal, ob es Richter sind, Jugendamtsmitarbeiter und Polizisten, dass die selbst zur Besinnung kommen und sagen, wir hören auf damit, wir zerstören das nicht mehr. Ja, vielleicht, Aber mein Wunsch. hören ja einige Leute hier unsere Sendung und nehmen einige Denkanstöße mit, wo man auf Gesetzesebene, auf Ebene der Umsetzung des Gesetzes und auch in vielen Einzelfällen umsteuern kann und muss. Gar nicht mal Gesetze, sondern einfach nur Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Menschlichkeit, da brauche ich kein Gesetz und kein Paragraph. Nur sagen, wie wäre das, wenn das mein eigenes Kind ist? Und wenn man das diesen Menschen dann sagt, dann gucken sie runter, dann wissen sie gar nicht mehr, wohin, ja, wo sie gucken sollen. Das kommt dazu, ja. Einfach nur die Menschlichkeit bewahren und sagen, nein, ich mache es nicht. Nein, ist mir egal, irgendwo, dann muss ich was anderes machen. Und vielleicht das Haus aufgeben und den Wagen aufgeben. Es geht auch anders, ja. Und wenn die Frau dann abhaut, ja, dann haut sie ab, dann war es nicht die richtige Sache, ich immer. Oder der Partner abhaut, ja. Aber das Gewissen, das wäre mir wichtiger, als da so etwas zu machen. Und ich kann mir nicht denken, dass es diesen Menschen, die das machen, wirklich gut geht und dass die wirklich glücklich sind. Also das bezweifle ich sehr, oder sie müssen wirklich schon so abgestumpft und abgebrüht sein, dass die wirklich dicht gemacht haben. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Wer mehr sich informieren möchte bei deiner Arbeit, auf Radio Bürgerstimme oder beim Kinder- und Elternblog, findet man ja Ja, da mehr veröffentliche ich Informationen. immer alles und
Wäre schön, wenn sowas mal zum Nachdenken anregt und in eine bessere Zeit und Gerechtigkeit für die Kinder und Familien. Herzlichen Dank und jetzt würde ich noch um etwas Musik bitten.